Trier, 4. Oktober 2020 in Kader Design. Ja, wir sind tatsächlich in Trier, in der ältesten Stadt Deutschlands. Hier ist Tanja. Grüß dich, Tanja. Hallo. Du bist Fotografin. Jawohl. Machst du schon lange? Ja, seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren? Ja, genau. Also, wir gehen jetzt mal kurz rein. Es ist nämlich kalt geworden, 4. Oktober. Es war so schön warm dieses Jahr, oder? Ja, richtig. Das ist jetzt vorbei. Zeig's mal gerade, das ist dein Ladengeschäft. Genau. Oh, schnell mal rein. Da sitzt schon jemand, der wird nämlich gerade geschminkt, gell? Ja. So, da sind auch schon unsere zweiten Stars, die kommen später dran. Im Moment ist es noch ein bisschen am Nieseln, das Wetter soll aber gut werden heute Nachmittag. Ja, das wird besser, hoffen wir. Da vorne ist es. Schminken und Licht, glaube ich, ganz wichtig, oder? Man braucht viel Licht. Ja, ich nutze natürliches Licht. Natürliches Licht und hier vorne sieht man... Hier nicht. Hier nicht, ja, aber man braucht unglaublich viel Licht. So, die Hygienebestimmungen werden befolgt, ist ja Corona. Was kommt jetzt zunächst mal drauf? Ist das so eine Art Primer, Make-up? Was machst du drauf? Das ist die Foundation, die jetzt aufgetragen wird. Genau. Was hat die für einen Zweck? Ja, Unreinheiten überdecken, Hautflecken auch überdecken. Generell einfach, dass es ebenerdig wird. Praktisch. Okay, man sieht aus wie neu danach. Ungefähr. Das ist Tanja, das nicht weglaufen, ich brauche dich. Denn ich sag mal, Make-up fotografieren bedeutet ja auch, dass die Leute sich toll fühlen wollen. Gerade Frauen, genau, die wollen top aussehen, oder? Genau, richtig. Ist das so ein Service, wo du sagst, wir sind da komplett für alles da, wir kümmern uns um alles? Ja, wir haben einen Rundum-Service für Make-up, Haare und Kleidung. So ist es, ja. Und hier sitzt die Marlene. Das ist meine Frau, muss ich dazu sagen. Und sie hat einen Instagram-Kanal für Hunde, darf aber jetzt nicht reden, oder? Sie darf reden. Sie darf reden. Hallo. Hallo, Sven. Du wirst geschminkt. Ja. Wie oft wurdest du denn schon geschminkt in deinem Leben? Jetzt von anderen Menschen? Das zweite Mal jetzt. Im Leben? Ja. Okay. Ist das so schminken, wenn man so anfängt, so mit 12, 13 lernt man das dann so? Aber es gab ja damals noch kein YouTube, oder? Nein, YouTube gab es damals noch nicht und ich durfte das vorher gar nicht. Richtig, Eltern? Nein, ich habe, glaube ich, mit 18 oder 19 erst angefangen. Und du, Tanja? Ich schmink mich erst, seit ich 33 Jahre alt bin. Ehrlich? Ja, ehrlich. Und vorher gar nicht? Ein Wimperntusche, ja. Bisschen Wimperntusche drauf. Aber so das Schminken, ich sag mal, das professionelle Schminken ist ja für viele eine ganz neue Erfahrung, oder? Ja, das ist richtig. Also viele Leute haben sich vorher noch nicht geschminkt und es ist dann natürlich auch etwas Besonderes. Oft erkennen sich die Leute auch nicht direkt und das ist sehr ungewohnt für sie. Du bist heiser heute. Ja, ich bin erkältet. Also ich habe kein Corona. Mir ist einfach die Stimme weggegangen. Gestern, da war gar keine Stimme mehr da. Ja, und die Luft, die kalte. Ja, jetzt kommt schon was Neues drauf. Was ist das? Das ist der Concealer, der jetzt aufgetragen wird. Der Concealer, was heißt denn das? Aufhellung. Also eigentlich gehe ich gleich ans Contouring. Das heißt, die Stellen werden hervorgehoben und manche werden auch nach hinten verlegt praktisch. Also okay. So wird halt das Auge hervorgehoben unter den Augen. So, Schminken ist ja wahrscheinlich ein Jahrtausende alt. Ich denke, früher haben sich ja die Leute auch so ein bisschen hervorgehoben. Das ist nichts Neues, oder? Die haben sogar im Mittelalter sich schon geschminkt. Aber jetzt zum Fotografieren, da will man es ganz besonders gut haben. Du könntest ja auch Photoshop machen. Genau, ich mache auch Photoshop im Nachhinein, aber vorher sollte das schon ein bisschen auf das Licht vorbereitet werden, da das Licht auch sehr viel Make-up wieder frisst, sagt man bei uns. Also es schluckt wieder das Make-up und deswegen brauchen wir ein intensiveres Make-up. Ich zeige mal gerade hier vorne Accessoires. Du hast unglaublich viele Accessoires. Ja, wir können auch gerne mal nach hinten gehen. Ja, komm, wir gehen mal nach hinten. Ich mache das Licht mal ein bisschen heller. Ist nicht so ordentlich heute. Das macht nichts. Du bist auch Fotografin und richtig, keine... Richtig, ich bin Künstlerin. Künstlerin. Und hier hängen auch sehr viele Sachen, Kopfschmuck da oben für die Kinder. Warte, ich zeige das mal. Oben? Ja, überall und auch vorne. Überall hängen vorne noch Sachen. So, jetzt gibt es ja viele Leute, die haben sich eine Kamera gekauft, die sind noch lange keine Fotografen. Man muss ja, ich sag mal, nicht nur irgendwas sehen. Wenn du mal gerade hier bleibst, ich würde mal gerne ein bisschen stöbern, wenn du mir mal so ein paar Sachen zeigst von den Kindersachen, die sind so süß, die du hast. Zeig mal bitte. Ist das möglich? Ja, klar, natürlich. Kommen wir ran. Ja. Die Tanja, was ich heute alles von dir verlange. Also oh! Ein sehr schönes Vintage-Kleid. Jetzt haben wir hier natürlich auch für die Weihnachtszeit die etwas weihnachtlicheren Sachen. Das ist jetzt Alter? 2 Jahre? Das ist ungefähr, ja, ein Jahr, eineinhalb. Ich sag mal, bis zu einem Jahr.
Bis zu einem Jahr. Würde Das ich heißt, sagen, wenn die hier wenn rauskommen. die dünn sind, passt es auch länger. Ich glaube, es ist wichtig, dass du auch so ein Gefühl hast, du kennst ja die Leute vorher, du lernst sie vorher kennen, einmal siehst du sie? Nein, meistens lerne ich die Leute vielleicht über WhatsApp kennen oder über ein Telefonat. Also ich Okay. bereite mich so gesehen. Nie vor. Nein, ich brauche das eigentlich nicht, da ich alle Sachen da habe und ich auch sehr schnell auf Menschen eingehen kann. Ja, Ja, und das sehr war. viel einfach auch hier Kleider, wenn du mal verfügbar. das Blaue, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Das ist Elsa. Elsa, gell? Sorry, aber ja. Walt Disney Elsa. Genau. Das wollen alle Kinder, da? Die wollen Elsa sein? Nein, zum Glück nicht. Das war eigentlich das Kleid meiner Tochter. Passt Ja. jetzt nicht mehr. Und für Fairytale-Shootings für Kinder wird das dann nicht Was ist passen. das Fairy Tale? Fairytale, wenn die Kinder im Wald solche Märchen-Shootings machen wollen, dann werden die auch ein bisschen geschminkt, dann nimmt man halt mal solche Kleider. So, wir gucken gleich mal bei der Marlene nochmal nach. Für Erwachsene hast du auch was? Ja, viel mehr. Fundus. Viel, viel mehr für die Erwachsenen Warte, als ich die zeig mal Kinder. gerade was Tolles hier vorne. Guck mal gerade die Koffer, die du da hast. Die sind richtig schick, oder? Ja, das sind Überseekoffer. Überseekoffer. Ja, alte. Von 1940, glaube ich, bis 60 ungefähr wurden die zum Verreisen benutzt. Und ich nehme an, dass du die vielleicht auch mal benutzt bei Shootings, als halt Ja, die wirklich. waren schon mal Hintergrund für Pin-up-Shootings und andere. Pin-up. Ja. Was ist das denn? Pin-up, Nackte Haut. 50er Jahre Weekend-Do-It-Shootings für die Frauenbewegung. Mit den ganzen Kleidchen und gibt auch Rockabilly-Shootings, die sind dann ein bisschen später. Ja. Ja, Also, Elvis-Zeit, sagen ich wir. zeig mal gerade ein kleines Detail. Du hast überall Tattoos. Ja. Das heißt, du bist eine emanzipierte Frau, kann man das sagen? Ja, sollte so sein, Ist oder? aber gut so. Das heißt, also viele Frauen wollen ja toll aussehen. Da braucht man eine Frau, die, ich sag mal, auch weiß, das Beste aus den Frauen rauszuholen, oder? Ja, dafür bin ich da. Ich arbeite für die Frauen. Das ist schön. Du hast auch Männer ab und zu? Ja, natürlich habe ich auch Männer, aber 80% sind Frauen, 90% würde ich sagen. Okay, dann sagen wir mal eigentlich nur Frauen. Im Grunde genommen. Nicht nur, nein. Okay. Ja, Hier hier habe vorne. ich jede Menge Outfits. Was ist das? Das Schwarze? Das ist ein Designerstück von Ponyclaw, Echt? eine Designerin auch aus dem Saarland. Cool. Du Und bist Saarländerin. ja, Aus welchem Ort kommst du denn? aus Saarbrücken. Was hat dich denn nach Trier verschlagen? Die Wohnung eigentlich nur. Die Wohnung, das Haus und auch das Geschäft. Luxemburg ist hier nicht weit. Okay, verstehe. Das heißt, du hast gute Kundschaft hier. Ja, genau. Das ist so ein Designerstück. Genau, kann man vielseitig verwenden. Okay. Ich habe jetzt leider kein Foto hier, wo ich es mal präsentieren könnte, aber die Ist nicht nächsten so schlimm. Ich Tage. zeig mal gerade so ein paar Fotos, die du hast. Da sieht man das hier vorne. Das sind jetzt alles auch, ich sag mal, Sachen von dir, die du Ja, eingesetzt alles. hast. Genau, Kopfschmuck. Oder mit Farben Airbrush. Airbrush machst du? Ja. Das ist kein Photoshop. Nein, das mache ich selber. Schon krass, oder? Ja, schön. Das ist auch Airbrush oder ist das Photoshop? Das ist auch Airbrush. Mit einer Pistole und Schablone aufgesprüht. Boah, du bist ja voll die Künstlerin. Ich nehme an, dass die Leute aus ganz Deutschland zu dir kommen, oder? Teilweise ja. Bis Berlin habe ich schon geschafft. Ja, sie ist auch sehr hübsch. Wer ist das, der Vorname? Das ist Delia. Delia, sie sieht gut aus. Mal gucken, aber die Marlene, die wird auch gleich gut aussehen. Das da ist sogar draußen am Eingang, habe ich gesehen. Ja, Ja. richtig. Das ist mit so Matsch, glaube ich, so ein bisschen. Ist aber kein Matsch, oder? Welches meinst du Da genau? unten, da sind so harte Strukturen drauf. Das Siehst ist du? auch Airbrush. Das ist Airbrush. Genau, Da richtig. unten der Mann. Das ist eine Frau. Echt? Ja, die Gesichtszüge. Ich nehme es zurück. Ja, Okay. ist eine Frau, eindeutig. So, und das da vorne ist so ein bisschen Wohlfühlen. Normalerweise läuft hier Musik, so ein bisschen Lounge-Musik. Aber ja, das haben wir jetzt mal nicht gemacht. Da vorne, das ist so das Werkzeug des Visagisten, beziehungsweise der Visagistin. Korrekt? Make-up-Artistin ist es eher. Make-up-Artist. Ja. Alles wird internationaler, gell? Ja, aber Visagist hat nicht so viel gelernt, praktisch, sag ich mal. Du bist der Make-up-Artist. Genau. Ich Ja. habe eine einjährige Ausbildung hinter mir. Warte, ich zeig das mal gerade, was du da in der Hand hältst. Ich hatte früher so einen Farbkasten in der Grundschule. So Der war. ähnlich. Ist so ähnlich? Ja. So, es gibt so Tricks, wie du das festmachen kannst, dass wenn jetzt es regnet draußen, habe ich gehört, dass das nicht direkt runterläuft. Wie funktioniert das? Es ist eigentlich schwierig, wasserabweisendes Make-up, aber das Einzige, was man machen kann, ist eigentlich gut fixieren, praktisch mit Puder und
Setting Spray, das ist so das Einzige, was man machen kann. So, jetzt kann sie sich ja schon sehen. Ist das so üblich, dass die Leute sich auch selbst sehen können während der Prozedur? Ganz unterschiedlich. Manchmal mache ich das, manchmal sage ich aber auch lieber erst am Schluss. Warten, die große Überraschung. Genau. So, und sie hat ja zu mir gesagt, du hast zu mir gesagt, du musst gar nichts machen, du musst nichts mitbringen, die entscheiden selber, wie es aussieht. Ja, ich komme einfach her und lass mich überraschen. Die sehen mich als Typ, denke ich mal, die sind ja auch Profis, die machen das auch, denke ich mal, täglich und ich begebe mich in ihre Hände. So wichtig ist, wir haben sogar bezahlt dafür, das heißt, also wir haben kein Geld dafür bekommen, wir haben es auch nicht umsonst bekommen, nein. Noch nicht mal einen großen Rabatt, das war uns ganz wichtig. Denn die Doku hier ist redaktionell unbezahlt. So, jetzt kommen die Feinheiten unten. Ja, jetzt wird erstmal die Augenbraue hervorgehoben. Menschen und Tiere, das kommt oft vor bei dir? Ja, also viele Leute mit Hunden speziell oder mit Pferden möchten gern ihre Liebsten natürlich auch auf den Fotos festhalten. Ist das schwierig manchmal? Du hast selbst einen Hund. Ja, Hunde sind nicht so einfach, natürlich, außer sie sind gut erzogen. Ja, sie machen wie Kinder natürlich nicht das, was wir wollen, sofort. Wir brauchen mehr Geduld, wir brauchen mehr Zeit. Und sie bleiben auch nicht so sitzen, wie ich das jetzt einer erwachsenen Frau sagen kann, dass sie mal sitzen bleibt. Also es ist natürlich immer schwieriger, aber das ist trotzdem kein Problem für mich. Ich rechne schon damit. Du fotografierst auf Canon? Ja. Warum Canon? Ist das, wahrscheinlich hast du die Prime-Objektive schon mal gehabt? Keine Ahnung, es war eigentlich schon immer so, dass es Canon war und dann ist es auch Canon geblieben und ich mag auch einfach die Bildwiedergabe von Canon mehr wie von Nikon. Es gefällt mir einfach besser. Was ist so das Lieblingsobjektiv beim Shooting? Meins? Ja. Das 1,285 mm. Hast du es hier? Ja, das habe ich hier. Darf ich es mal sehen? Ja, natürlich. Das 1,285, ein Prime-Objektiv von Canon, nehme ich an. Ja, natürlich. Genau. Sie holt es mal gerade. Du hast mir erzählt, du machst viel mit Available Light, das heißt mit einem verfügbaren Licht. Ja. So, und da sieht man auch schon, an 85 mm, das ist der Hammer, wie groß das ist. Das heißt, es ist extrem lichtstark, oder? Ja, ist auch relativ schwer. So, und da sieht man auch hier vorne. Ich schätze mal, dass es über ein Kilo hat. Über ein Kilo? Mhm. Das geht in den Arm so ein bisschen beim Fotografieren? Ja, ich habe schon jetzt Überbein. Was, ein Überbein? Ja, von der Kamera halten und ja, vielleicht kriege ich das ja noch. Das ist so. Das heißt, du hast eine große Auswahl. Ja, ich habe eine große Auswahl, kann man hier sehen. Mehrere Kameras, mehrere Objektive. Ganz wichtig. Aber ich benutze zu 80% dieses. Ja, ich habe jetzt ein Makro, ein neues 90 mm Makro. Das ist unglaublich, wenn du mal rangehen willst. Das haben wir uns einfach mal gegönnt. Ja. Schweineteuer sowas. Ich hab das 100er und das 90er. Echt? Das 100er und das 90er? Ja, genau. Das ist krass, was man da machen kann, oder? Ja, das ist richtig. Damit mache ich auch meine Iris-Shootings. Die, wo man nur das Auge aufnimmt, da musst du ja sehr nah rangehen. Jetzt haben wir hier was ganz Tolles. Das ist, glaube ich, verantwortlich dafür, dass die Leute so einen Ring im Auge haben, oder? Genau, richtig. Du kannst ja mal anmachen. Genau, mach's mal an, dass ich mal den Ring bei dir sehe im Auge. Wenn du das einfach siehst mal... du nicht, das siehst du, wenn ich durchschaue. Genau, ich komme mal auf die andere Seite. So machen. Boah, du siehst aus wie frisch erfunden. Warte mal gerade. Das ist voll der Hammer. Ich will so ein Ding haben. Toll, sieht richtig klasse aus, oder? Ja. So, wir gehen mal kurz zurück, schauen wir uns das mal an. Du hast eine Tochter? Vier. Vier? Ja. Viermal Tochter? Genau. Kein Sohn? Nein. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Vier Töchter? Ja. Ich habe zwei Töchter. Das langt mir schon. Das reicht schon, ja. Ist das Orgelpfeifen oder was? Oder waren das zweimal Zwillinge? Nein, es sind alles unterschiedliche. Ja. Ja. Wie alt sind die? Von 21 bis 4. 21? Ich bin auch schon Oma. Ich auch schon, doppelter Opa. Echt, ja. Das Schöne ist, glaube ich, warum ich daraus anspreche, ist das Thema Familienshooting. Ich glaube, auch ein ganz wichtiges Thema. Viel zu viele Leute machen ja Bilder mit dem Handy, lassen sich nicht mehr schön fotografieren. Das ist schade, dann geht das Handy verloren, man hat kein Backup gemacht, alle Bilder weg. Genau, das kennen wir. Kennst du das? Ja. Okay. Ist das Familienshooting schwerer?
Ja, es kommt drauf an. Also für mich, ich bin halt eher der Künstler. Ich mache wirklich lieber Einzelpersonen. Ich mache auch gerne Familien mit mehreren Leuten, das ist kein Problem. Aber ich sage nicht, dass es schwerer ist. Es ist einfach nur eine andere Art der Fotografie. Man muss natürlich den Fokus auf mehrere Leute legen. Dann braucht man mehr Hintergrund. Und man braucht immer schöne Locations, damit die Bilder wirklich schön werden. So, ich zeig mal kurz. Ich schau mal kurz hier in ihre Augen rein. Boah, bist du schön. Warte mal ab. Ich habe gerade eben dieses Ringlicht gesehen. Da sehen alle gut aus drin. Was soll das denn heißen? Nee, ist krass, was das ausgemacht hat. Nee, was soll das heißen? Also, das eben gesehen. Was ist jetzt dran? Genau dasselbe wie vorhin. Also einfach nochmal an den Augenbrauen. An den Augenbrauen hat man eigentlich die meiste Zeit am ganzen Gesicht. Okay. So, du hast die Augenbrauen gemacht bekommen. Wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, ich habe schon gesagt, ich möchte gerne so jetzt jeden Tag aussehen. Ich glaube, das ist kein Problem für sie. Es ist nur eine Frage des Preises. Allerdings. So, also ich stehe um 6:30 Uhr auf. Das wäre für mich kein Problem, solange ich Zeit bin. Und deine Kunden, du bist auch im Filmshooting öfter mal oder Hochzeiten, was machst du gerne? Hochzeiten eigentlich, die Hauptsaison ist halt Sommer. Und danach aber auch fürs Fernsehen habe ich auch ein paar Mal gearbeitet. Und mal hier, mal da, da wo man halt gebucht wird praktisch. HD-Schminke. Hat die Schminke. Ist ja heute schlimm. 4K, 8K-Auflösung, da siehst du jede Pore. Das heißt, du bist immer mehr gefragt, oder? Genau, immer mehr abdecken. Damit das Ganze aber auch natürlich aussieht, ich glaube, das ist das Schwierige heutzutage, damit es nicht aussieht wie zugekleistert. Ich glaube, das ist so ein bisschen Natürlichkeit muss ja noch drin sein. Es gibt in Saarbrücken gibt es ein Fotostudio, da sehen die alle aus wie die Ich eigene weiß, welches Tochter. du Du meinst. weißt welche. Finde ich ganz schlimm. Also ich habe das Ja. gesehen. Ich meine, da kann man auch direkt Photoshop nehmen, oder? Richtig, ich hatte auch schon mal ein Model, das ich von da beworben hatte und sie sah aus wie 20 und sie stand vor mir und sie war 44 und es ging um ein Kleidershooting und es war wirklich eine ganz andere Realität. Also es war nicht die Person, die auf dem Bild zu sehen war. Ich sage immer so, wenn die eigene Mutter einen Ich nicht mehr nicht erkennt. erkennt, Genau. dann weißt du, du warst beim falschen Fotografen. Genau, also bei meinen künstlerischen Bildern wirst du dich vielleicht auch nicht unbedingt erkennen, aber bei den Beauty- oder natürlichen Bildern möchte ich schon, dass man die Person erkennt. Ne? Toll, Man weiß, wer es ich bin ganz beeindruckt. Du sprichst mir aus der Seele mit diesen zu viel geschminkt, dass die Leute, also die kriegen das ja auch so verkauft. Das bedeutet, anschließend sind die ja auch ziemlich, ich sag mal, der Eindruck ist denn so, das muss immer so sein. Und ich glaube, ist es viel, viel besser, dass man dazu steht, dass man auch ein bisschen älter wird, oder? Ja, sollte man schon. Wie gesagt, bei den natürlichen Bildern möchte ich das so, aber bei den ausgefallenen darf man einfach auch mal anders aussehen. Volles Programm. Ja, und in andere Rollen schlüpfen, auch volles Programm Photoshop. Kein Problem damit. Du machst ja Nacktbilder? Ungern. Ungern. Das heißt also, die Leute haben immer ein klein wenig, was anders geht. Sie haben schon ein klein wenig mehr an. Ja. So, das wollen wir mal festhalten. Nicht, dass du hier lauter Anfragen kriegst. Mein Gott, du hast ja noch einen Koffer dabei. Das heißt, ich nehme an, du hast ein ganz großes Auto, oder? Definitiv, ja. 40 Kilogramm Schminke. 40 Kilo Schminke. Ja. Boah, das sieht ja richtig cool aus. Und da vorne, ja, da ist noch ein Koffer. Das ist alles für die Haare, oder? Genau, das ist mein Haarkoffer. Der Haarkoffer. Genau, das hat alles, was mit Haaren zu tun hat, ist in dem Koffer drin. Du bist aber nicht verantwortlich, Airbrush, oder? Oder machst du das auch? Nee, es macht er, Tanja. Air Tanja. Ja. Ach so. Du Ja, ich machst mache das Airbrush. Airbrush richtig. Ist das schwer, Airbrush? Es ist Kunst, es ist kreativ, wie du schon gesagt hast, mit dem Farbkasten von früher ein bisschen spielen, nur das Ganze wird aufgesprüht und man hat Schablonen und man schaut, was zu einer Person passt. Ich habe dich versucht zu googeln. Ich war mir gar nicht so sicher. Das ist immer das Problem bei Fotografen. Wenn man mal sehen will, wie sieht denn die aus, ja, da kommen immer direkt deine Models, die da sind. Ja, Die klar. geben sich gerne freiwillig her für, ich sag mal, dass du auf die Webseite darfst und so weiter. Schon, oder? Oh ja, die meisten Kunden lieben es wirklich. Die wollen auch, das veröffentlichen sie selber. Viele Leute machen es auch für Instagram-Kanale oder bisschen ihren Account zu pushen. Ist das so ein großes Thema Instagram für dich geworden? Also, ich sag mal, du merkst das?
Ja, ich bin auch nicht so ganz viel aktiv auf Instagram wie viele andere, aber die meisten Leute sind wirklich sehr aktiv auf Instagram und benötigen deswegen auch wirklich Bilder, die sie da zeigen können. Da ist wahrscheinlich auch ein Kampf um die Professionalität, dass einer sagt, okay, jetzt wird das gesetzt. Jetzt habe ich ja diese Kylie Jenner, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob die kennst. So eine. Sagt mir was, ja. Sagt dir was, ja. Die stand einfach nur im Bild, hat die Dingstasche ausgepackt, ja, ihre Damenhandtasche und hat alles mal gezeigt, was sie da so hatte. Gut, die hat jetzt, ich glaube, 154 Millionen Follower. Da geht's einfacher, oder? Ja, mit Sicherheit. Also man muss schon um die Likes und so bei Instagram muss man schon sehr viel kämpfen. Viele Leute kaufen sich natürlich auch, aber das sind Bringt ja ja nichts. kein, ja, genau, bringt nichts. Und du hast wie viele? Ich hatte mal 12.000, momentan bewege ich mich bei, glaube ich, 5.000, 6.000, aber ich bin sehr inaktiv, ist meine eigene Schuld. Ich poste nicht viele Bilder momentan. Und ja, muss man noch mal ein bisschen mehr tun. So, jetzt habe ich die Make-up-Arztin noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Wie ist denn dein Vorname? Rebecca. Rebecca. Und was hat dich denn jetzt bewogen, Make-up-Artist zu werden? War das schon so, dass du so mit 7? Ich war schon immer sehr kreativ. Ich habe immer viel gezeichnet. Ich liebe es, Frauen schön zu machen und einfach kreativ auch in dem Sinne zu sein, weil viele auch gar nicht wissen, was man alles aus sich selbst rausholen kann. Und ja, das liebe ich einfach. So, was hast du jetzt gemacht? Ich habe zuerst einen Primer drunter gelegt, den schwarzen, und jetzt werde ich das fixieren mit Lidschatten. Mit Lidschatten. Der bleibt jetzt fix für das ganze Shooting oder ändert er sich? Je nachdem, was gewünscht ist, aber ich glaube, bei ihr bleibt es jetzt erstmal so, vielleicht später die Lippen, aber ansonsten das Augen-Make-up wird so bleiben. Ist sie der Typ für ein dunkles Make-up bei den Liden, bei Liedern? Ja, ich würde sagen, sie kann alles tragen. Gerade bei Smokey Eye kann man alles tragen, ob nude oder eher rot. Das kommt auch immer darauf an, was man trägt, was man anhat dem Shooting gegenüber. Und ja. Ja, sie war jetzt ziemlich aufgeregt, hat gesagt, dürfen wir nicht drüber reden. Ich habe gesagt, tu so, hey, du bist der Profi-Instagrammer, darfst nicht sagen, dass du aufgeregt bist. Aber viele erleben das ja zum ersten Mal, so richtig geschminkt zu werden. Richtig, ja, auf jeden Fall. Und die ist wahrscheinlich nach 2, 3 Minuten weg, die Aufregung. Ich hoffe doch, ich nehme ihr die Aufregung. Ich darf mal einmal ganz kurz dein Gesicht mal zeigen. Bitte mach mir den Gefallen, wenn du einmal ganz kurz die Maske mal runterziehst, dass die Leute sehen, boah, bist du hübsch. Ich zeig das mal Hallo. gerade. Hallo? Ich muss gucken, dass nicht die Schminke in der Maske hängt. Die Schminke in der Maske. Stimmt. Das stimmt. Vielen Ich Dank. habe schon mal gehabt. Gerne. Ja, die Leute heutzutage mit Maske, Corona und so, das hat euch wahrscheinlich auch viele Kunden gekostet, oder? Da war eine Zeit lang hier tot. Ja, wir mussten ja geschlossen halten. Ich glaube 2 Monate, 2,5 Monate. Und dann ging es langsam los, dass wir wieder auf Abstand kleine Familien fotografieren durften draußen. Und jetzt ist es langsam wieder angelaufen. Leider gehen die Grenzen von Luxemburg ständig wieder zu. Das ist krass, oder? Das heißt, Ja. du kannst gar nichts planen, eigentlich so. Nein, die Kunden sagen mir teilweise eine Stunde vorher ab. Manche gehen auf Risiko, kommen sie her. Im Moment geht es gerade wieder, dann wird es wieder als Risikogebiet erklärt. Also es stört uns auf jeden Fall bei der Arbeit, natürlich. Die ist gut, die Rebecca, ne? Das sollte so sein. Ich arbeite nicht mit Leuten, die nicht gut schminken. So, jetzt hat sie gerade eben gesagt, ja, wenn das Fernsehen gekommen wäre, da hätte jemand anderen kommen sollen. Sie wollte nicht ins Bild. Das Ja wäre wer gut, gewesen? sie wusste es ja nicht. Ich wusste es auch nicht. Sonst hätte ich an meiner Stimme gearbeitet. Ach so, da kann man ja nichts für, oder? Für Nein, heiser. nein. Du spielst ja Klavier? Ich würde es gerne lernen, schon seit ich kleines Kind bin, aber das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, mir eins zu holen. Ist das ein Shooting, oder? Nein, das ist mein Klavier, das hat mir mein Mann geschenkt. Und ich werde Das musst du noch damit, lernen. ja, genau, demnächst, wenn ich eine gute Lehrerin finde. Ja, Kinder, du hast viele Kinderrequisiten. Da vorne ist, oder ist es für dein eigenes Kind? Ja, das war das Geburtstagsgeschenk von meinem eigenen Kind. Mit Fernsteuerung. Nein, sie kann selber fahren. Sie kann selber fahren. Ja, richtig. Schade, dass mein Sohn hat das mal gemacht, da war er 3. Ja, Kinder, hier vorne sieht man es ja. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache, wo ganz viele stolz drauf sind, dass, wenn sie später mal die Fotos sehen, also auf meinem ganzen Leben existieren, glaube ich, nur 50 Bilder, als ich klein war. Von mir weniger.
definitiv. Schade, oder? Ja, ist schade, finde ich auch. Ganz oft sind auch die wenigen Bilder, die man hat, die gehen verloren. Das ist noch viel schlimmer. Denn ich sag mal, heute mit den Digitalkameras wird die ganze Geschichte ja erzählt. Und wenn ich hier sowas sehe, was ist das für ein Feeling, wenn die dann die Bilder kriegen? Das heißt, ich nehme an, du bearbeitest sie ja nochmal nach, du zeigst sie ja nicht am selben Tag. Nein, ich zeige die nicht am Kleid. Doch, ich zeige ihnen während dem Fotografieren natürlich die Bilder, aber das Finish, das letzte Bild, wie es dann in Bearbeitung aussieht, das bekommen sie dann so 6 Wochen danach. Und ja, viele sind sehr begeistert, weil sie sich so einfach nicht kennen und sich einfach nochmal mega hübsch und verwandelt fühlen. Für manche ist es natürlich auch erstmal so ein ungewohntes Gefühl, sich so zu sehen. Aber das bespreche ich eigentlich schon vorher, was die Leute wollen, ob sie eher natürlich oder ausgefallen sich sehen. Babyfotografie, ich glaube, also ich liebe das ja, wenn die dann kommen. Man muss das wirklich machen. Das heißt, wenn jemand jetzt im Kreißsaal ist und die sagen, wir kommen vorbei, wir schießen Fotos, auch wenn die sagt, das kostet jetzt 100, 150, auf jeden Fall machen, denn die Chance hast du nur einmal. Richtig, natürlich. Babyfotografie mache ich auch sehr intensiv. Dafür habe ich auch ganz viele Requisiten hier gekauft, damit die Leute nichts mitbringen müssen. Ist natürlich immer zeitaufwendiger. Für so ein Newborn braucht man ganz andere Zeit und Geduld, wie für Erwachsene natürlich. So, wir haben dich heute quasi den ganzen Tag gebucht, auch am Sonntag. Das ist natürlich so eine Sache. Oft finden ja Sachen am Wochenende statt. Das heißt, das Privatleben leidet enorm, oder? Ja, ich habe jetzt meine Arbeitszeiten ab November angepasst. Ab November kann man mich nicht mehr sonntags buchen. Ich habe das jetzt 13 Jahre gemacht. Aber samstags werde ich weiterhin da sein. Wir sind die Letzten. Nicht ganz, aber Nicht fast. ganz. Okay. Man kann davon reich werden, von Fotografie? Und reich kannst du mit Sicherheit nicht werden, aber reich an Erfahrung auf jeden Fall. Bist du süß. Das ist reich an Erfahrung. Okay, aber es geht schon zum Leben, oder? Ja, man kann schon Geld damit verdienen, sag ich mal. Aber man muss ja alles mit seinen eigenen Händen machen. Das ist ja kein Selbstläufer wie ein Produkt, das du verkaufst, ne? Also du kannst dich nicht auf die Couch legen und die Euros klingeln in der Kasse. Das ist halt nicht so. Alles muss ich mit meinen Händen tun. Zeit gegen Geld so ein bisschen. Das heißt, du bist ja alleine quasi, oder? Jetzt bin ich wieder alleine. Ich hatte 3 Jahre eine Angestellte, aber jetzt nach Corona erstmal abwarten. So, wir gucken die Marlene nochmal. Dann werden wir gleich mal erzählt bekommen, was jetzt alles passiert ist. Also zunächst kam das Make-up drauf, dann der Concealer. Also zuerst mal eine schöne Tagescreme, die schnell einzieht als Primer, dann kommt die Foundation, dann kommt der Concealer, dann das Puder, Contouring. Und jetzt sind wir an den Augen. Also die Augenbrauen vorher natürlich. Was hat sie für eine Augenfarbe, du als Profi? Wie nennt man die? Ich würde blau sagen. Und du? Blau. Lass mal gucken. Ja. Hallo, wie lange sind wir schon zusammen? 12 Jahre. Ja, blau. Das habe ich schon öfter gesehen, dass man das verlängert. Das sieht so ein bisschen aus. Da gibt es oft so einen Strich außen. Ist schon gemein mit den Frauen, was die alles so drauf haben. Oder schön. Ist schön, gell? Auf jeden Fall. Wow. Wir sind da lang nicht fertig, oder? Ja, die Augen müssen noch fertig gemacht werden, Lippen und dann werden wir fertig. Können wir nach oben schauen? So, die erste Location, wo du vorhast zu fotografieren, ist dir schon was vor deinem geistigen Auge? Ich habe so ein bisschen was dunkel, was ich gerne machen würde. Allerdings müssen wir jetzt erstmal gucken, dass sie fertig wird und dass wir dann uns erstmal für das erste Outfit entscheiden. Und dementsprechend, welche Farbe das erste Outfit haben wird, werde ich vielleicht heute in den Wald gehen. Wald? In welchem Wald? Ja, der nächste, der in der Nähe ist. Ich brauche nur eine Lichtung und ein paar Bäume hinten dran. Also ich brauche da nicht einen ausgewählten, speziellen Wald. Ich habe noch ein paar andere Stellen, im Porträtbereich. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt das Shooting gestalten. Ich warte jetzt erstmal, bis sie fertig ist und dann werde ich mich nochmal mit ihr besprechen und schauen, was farblich auch zu ihr passt.
Ja, du machst ja viel mit Available Light. Das bedeutet, die Locations sind ganz wichtig. Ist das so ein bisschen dein, ich sag mal, das große Geheimnis, dass du wahrscheinlich 100 Locations kennst, wo man die ganze Welt mit abdecken könnte, von Wüste bis. Nein. Nein. Also ich bin für die Porträts bin ich hier sehr primitiv unterwegs, sage ich mal. Mir reicht auch eine ganz kleine Garageneinfahrt, solange sie das richtige Licht hat, weil ich nicht viel Background brauche. Für die ausgefalleneren Fotos kenne ich natürlich einige Locations, ne? Da gibt es auch die Philharmonie, zum Beispiel in Luxemburg mit weißen Säulen. Oder hier oben auf dem Petersberg gibt es verschiedene Wasserfälle. Also da kenne ich schon einiges. Aber es ist nicht unbedingt immer erforderlich, solche Locations zu haben. Das hier ist wahrscheinlich die meist geschminkte Hand der Welt. Ich zeig's mal gerade. Denn da machst du nämlich immer so ein bisschen Make-up drauf, oder? Genau. Also da ist eigentlich für die Foundation ist der Handrücken eigentlich immer perfekt. Okay. Wegen der eigenen Körperwärme auch. Ah, ich verstehe. Mit allen Tricks arbeiten hier. So, zum Glück müssen wir die Hunde nicht schminken. Das würde etwas seltsam aussehen, ja. Ganz wichtiger Part. Die Lippen sind dran, Rebecca. Das heißt, du malst ein bisschen erstmal vor auf deine Hand. Ja, ich muss gucken, was für einen Farbton ich nehme als Lip Liner und dann trage ich den Lip Liner auf. Lip Liner, wozu ist der? Ist das die Kontur? Genau, für die Kontur der Lippe. Manchmal wird sie übermalt, manchmal wird sie genau auf dem Tanja, Konturrand. könntest du mir einen Gefallen machen und Ja. dein rundes Licht mal kurz herkurven? Weil das würde mir Das beim Film. Ringlicht, das heißt Ringlicht. Ringlicht. Ich bin ja kein Fotograf. Wie würdest du die Lippen beschreiben von ihr? Dünn? Nee, Voll? also auf jeden Fall nicht dünn. Ich würde sagen, es ist so ein Mittelding, aber es geht schon in die vollere Richtung auf jeden Fall. So, ich gehe mal kurz aus dem Weg. Also wenn, dann sagt man schmal. Mal. Schmale Lippen oder volle Lippen. Baust du jetzt das Licht auf? So, machen wir Schmeißt gerade du mir Licht und auf? dann zeigen wir dich mal in voller Pracht. Denn mit meinem Kameralicht, das gibt das gar nicht her. Und was war die größte Persönlichkeit, die du mal geschminkt hast? Wie Beyoncé? Ich habe mal Jürgen Drews geschminkt, Michaela Schäfer, Kathy Lugner. Ja, Hast du mir gar nicht erzählt? also mal auch so C-Promis. C-Promis. Ja. Armer Jürgen. Ja, nee, Jürgen gehört jetzt nicht dazu, aber es gibt Das halt ist ein auch. D-Promi. Aber dir wird auch nicht langweilig, ne? Auf keinen Fall. Immer andere Leute vor mir sitzen, immer andere Persönlichkeiten, immer andere Geschichten. Immer sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, so Hochzeiten, da kriegt man auch viel mit, oder? Auch Stress, oder? Manchmal zu viel, ja. Kurz hier vorne rum. So, da hinten sind unsere Hunde. Ja, die geben schon Gas. Die geben Alarm, da kommt jemand. Also wenn du jetzt sehen könntest, wie toll du schon aussiehst, dann, also nicht, dass du vorher nicht toll, aber. Hast dich noch gerettet. So, was machst du jetzt? Das ist einfach nur Concealer, falls ich mich mal vermalt habe. Oder einfach auch nochmal hervorzuheben. Also es geht eigentlich immer ums Hervorheben. Dass es halt alles ordentlich aussieht. Boah, Rebecca, du bist so gut. Hätte ich das gewusst. Dann, ich wollte gerade sagen, dann hättest du dich auch schminken lassen. Nee. Stimmt, hast du schon mal Männer geschminkt? Durftest du das auch schon mal? Ja. Männer schminken? Ja, definitiv. Also ich hatte auch schon mal, ja, wie soll ich sagen, Ja, sag's. ja, es gibt Tages-Make-ups, habe ich schon gemacht bei Männern, also bei Herren gerade, was die Braut angeht, also halt, dass es so ein Paket gibt bei mir. Ja.
dass sich Männer schminken lassen können, aber es ist jetzt kein richtiges Make-up, wie man sich das vorstellt oder wie man das sich vorstellen würde. Es ist einfach nur ein paar Unreinheiten zu decken und sowas halt. Aber so jetzt Drag Queen. Hatte ich bis jetzt einmal, aber es ist sehr anspruchsvoll. Ich habe jetzt demnächst auch noch mal auch noch mal sowas vor. Ein Projekt, dass ich jemanden wirklich, also einen Mann wirklich als Drag Queen schminke. Sven bietet sich bestimmt dazu an. Ich habe schon mit 15 im Zeltlager mich als Frau verkleidet, hatte aber keine, die mich geschminkt hatte, keine andere Frau. Das ist sehr schade. Ich habe das Foto noch, das muss ich mal zeigen. Ich habe den, glaube ich, gewonnen im Wettbewerb. Und ich war mal, da waren wir doch zusammen in der Kongresshalle, weißt du noch, wo ich Ja. als Frau verkleidet war Oh an ja. Fasnacht. Ja, die Autos haben gehupt. Hinterhergepfiffen. Ich war auf der Toilette Falscher und die Leute, die sind alle Schuhkurs. rausgerannt, ja, weil sie dachten, Falsche Toilette. falsche Toilette. Ich glaube, ich wäre ein hübsches Mädchen. Vielleicht. Du hast auf jeden Fall tolle lange Wimpern. Die durfte ich mal tuschen. Das weiß ich noch. Ja, das ist typisch Mann. Ja, das ist richtig Ist gemein. gemein, oder? Das ist sehr gemein. Männer haben immer die längsten Wimpern, die es nicht brauchen. So, wir haben jetzt keine Wimpern bei ihr angebracht. Trotzdem sind die Doch, haben Wimpern, wir. haben wir. Ja, das sieht man noch nicht. Du hast Wimpern angeklebt. Ja, einzelne. Quatsch! Das siehst du gar nicht. Ja, das ist, wenn man schminken kann, würde ich sagen. Das sieht jetzt alles noch sehr dunkel aus, aber gleich wird es ein bisschen abgehellt. Augen schließen. Da siehst du es. Warte, ich gehe mal kurz nah ran. Achtung, nicht fallen. Augenblick, ich habe es noch nicht scharf. Ich muss einmal kurz scharf machen. Jetzt. Jetzt nochmal scharf. Da sieht man so ganz kleine Punkte. Aber die kann man ja auch ein bisschen überschminken. Ist nicht zu sehen. Also selbst hier, wenn ich. Boah, siehst du jetzt krass aus. Jetzt weiß ich, warum ich dich geheiratet habe. Jetzt erst, das ist aber freundlich. Ich lasse mal die Schobi-Sprüche. Dann gucken wir mal. So, du hast ab jetzt Verbot, so rauszugehen in die Öffentlichkeit. Lippen schließen. Was? Das sieht aus wie in meinem Fahrradkeller. Ja, muss viel Auswahl haben, ne? Und du weißt immer, wo alles liegt? Ja, auf jeden Fall. Also Ordnung ist das halbe Leben, So, ne? das da ist jetzt nur Das Lippen. da ist jetzt nur für, ja, das ist Lippenstift und Lipgloss. Und das sind nur Liner. Das sind nur Lip Liner. Das ist auch unter anderem Lippenstift oder Lipgloss. Nur halt in so kleinen Verpackungen, weil die nehmen halt sehr viel Platz weg. Deswegen schmelze ich auch ganz oft Lippenstifte ein und habe dann solche Nochmal, kleinen. du schmelzt die ein, damit sie Genau, kleiner sind. damit ich mehr Stauraum habe praktisch. Du Fuchs? Und da vorne, da sind die Wimpern, oder was? Nee, das sind nicht meine, das hier sind Zeig mal die Wimpern, dass ich hier mal sehe. Und das sind die einzelnen, oder? Genau, das sind die einzelnen Warte mal, Wimpern. wenn du mir gerade mal in die Kamera hältst, Und ich was einmal haltet kurz ihr sehe. davon? Mein Interpretator hat Man auch schön verzaubert, oder? kann dich auch buchen, oder? Dann schauen wir Ja, mal, auf jeden Fall. Name, der volle? Rebecca Zirbis, aber ich werde gebucht über Make Art.
Also mache Kunst auf Englisch. Make Art, also M-A-K-E und dann A-R-T. Genau. Wenn ich das eingebe bei Google und dann in Verbindung mit Rebecca, kommst du? Ich hoffe. Du wohnst in Trier? Genau, ich wohne in Trier. So, ja, spannend. Ich bin ganz, ganz beeindruckt. Alter von dir? Wie alt bist du? 25. Boah, voll jung. Ja, ich habe jung angefangen. Warte, ich nehme gerade die Lampe. Oder geht's? Das geht so. Geht so. Geht so. Nochmal schließen. Spätestens jetzt erkenne ich meine Frau nicht mehr wieder. Wenn du mal kurz hier reinguckst, auf das Bild, Rebecca, schau mal kurz, auf dem Monitor. Mhm. Krass, oder? Ja, kleiner Unterschied zu vorher. Aber man sieht ja auch durch die Kamera, dass es unglaublich viel Farbe schluckt. Also ich finde immer, dass es auf der Kamera nicht so aussieht wie in echt, wenn man jetzt das Licht wegholt. Mhm. Ich glaube, das ist oft das Problem, dass die Leute mit zu wenig Licht oder mit schlechten Objektiven fotografieren und dann die Farben einfach absaufen. Das auch. Oder dass Leute sagen, es ist viel zu viel und ich dann was weghole und dann heißt es auf den Bildern später, es ist viel zu wenig. Ja. Weil sie es nicht besser wissen. Das sage ich aber auch immer vorher, dass es in echt viel, viel mehr ist als auf den Bildern später. Aber es ist so, man sollte ja Fachfragen den Fachleuten überlassen am besten, oder? Ja, aber das können viele nicht, weil Menschen sind Gewohnheitstiere. Das ist dann komisch, wenn was anderes auf sie zukommt. So. Tanja, komm mal kurz zu mir. Ich habe nämlich eine Frage an dich. Ja, das ganz große Thema ist ja, sich auf etwas einzulassen. Also mal zu sagen, ich vertraue der Person zu 100%, du entscheidest alles. Das ist gar nicht so einfach, oder? Ja, ich lasse die Leute ja auch mitentscheiden. Ne? Sie müssen ja vorher schon sagen, das mag ich nicht. Ne? Aber die meisten, die lassen sich schon darauf ein. Also außer man weiß genau, was man will. Und dann kann ich natürlich auch die Wünsche des Kunden berücksichtigen und das machen, was der Kunde möchte. Hm? So, was hast du gemacht, sich einzulassen? Ja, natürlich. Komplett. Weil ich auch nicht weiß, was bin ich für ein Typ, was ist gut für mich, was steht mir. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich komme einfach her. Ich denke auch, das Selbstbewusstsein wird massiv erhöht, wenn man dann die Fotos rauspackt. Und das ist auch so ein bisschen Wellness für die Seele. Ja, auf jeden Fall. Also viele, viele Leute fühlen sich danach natürlich noch mal ein bisschen besser als vorher. Aber die Leute kommen aus verschiedenen Gründen zu mir. So, sie hatte ich was gefragt, wie machen wir die Haare heute? Ja, also ich möchte die Haare auf jeden Fall voluminös und gewellt. Okay. Und danach werden wir schauen, das nochmal zu ändern. Aber auf jeden Fall sehr viel Volumen, Welle. Mhm. Und sie hat ja sehr schöne Haare. Die möchten wir auch in Szene setzen. Sehr schöne Haare heißt, die sind dick und gesund, oder? Die Haarfarbe ist schön, die Länge ist schön und ja, sie hat auch nicht wenig Haare. Ja, sie war nämlich ziemlich traurig heute Morgen, es war feucht und hat sie gesagt, um Gottes Willen, meine Haare. Ja gut, wir müssen jetzt schon einiges tun, dadurch, dass das Wetter etwas feuchter ist, dass die Haare auch länger halten, dass die nicht gleich wieder zusammenfallen. Draußen? Genau, draußen. Wir werden ein bisschen mit Volumenpuder arbeiten und mit gutem Haarspray, dass das auch länger hält. Gutes Haarspray, da gehen wir gleich mal drauf ein. Du hast gutes Haarspray? Auf jeden Fall. Was nimmst du? Ich habe immer unterschiedliche Haarsprays, weil ja, es kommt halt auch immer aufs Haar drauf an, aber grundsätzlich... Sag mal, was hast du? Von Schwarzkopf, The Red, ist es immer sehr gut. Das gibt's nicht im Aldi, oder?
Nee, vor allem 750 Milliliter nicht. Okay, das langt für eine Stunde bei dir, oder? Ja, das langt so ein, weiß nicht, halben Monat bis Monat. Krass. Je nachdem. Teuer? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wahrscheinlich nicht billig, aber oder? Ich habe halt auch mehr noch. Also es kommt drauf an, was für... Was hast du noch? Sag mal. Und das Silhouette ist so dein Liebling? Ja, auf jeden Fall. Auch. Krass. Und das ist was? Auch? Das ist auch nochmal, aber für extrem halt super halt. Also eigentlich für Hochsteckfrisuren ist das hier sehr gut geeignet. Cool. Ah, Werkzeugkoffer. Zeig mal. Werkzeugkoffer. Mal auf. Ja. Der leuchtet bestimmt schön. Oh, Klemmerchen. Genau, Klemmerchen haben wir hier. Haargummis. 300 Stück. Über 300. Toll. Okay, ich will dich mal nicht aufhalten. Ach, guck mal hier. Da, die Tricks der Profis. Genau. Wie trägst du den Schalter sonst? Genauso. Genauso wie er fällt. Mhm. Ich mache ihn dir ein bisschen gerader. Okay, ich sehe schon, die Rebecca ist so eine eierlegende Wollmilchsau, die Haare kann, Wimpern kann. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du im Prinzip alles aus einer Hand machst. Das heißt, du siehst das Bild denn schon vor dir, so ein kleines bisschen, wie es später aussehen soll? Auf jeden Fall. Also man muss schon irgendwie eine Vorstellung haben, wie es am Ende aussehen wird. So, gucken, ob ich noch was anderes habe. Immer hier die Instagrammer. Ah nee, jetzt machst du ein Selfie. Sag mal, warte mal, ich geh mal rein. Krass. So, da ist die Kamera. Oh, sieht cool aus. Sieht gut aus, ja? Mhm. Mit der Kamera? Nee? Oh je, sagst du. Hast du die Mama schon mal so schön gesehen? Sag ja. Ich weiß nicht so. Sag nichts Falsches. Ich weiß nicht so. Ungewohnt, gell, Oskar? Ja, genau. Jetzt hast du hinten nochmal einen Scheitel gemacht, so einen Querscheitel. Genau, ich teile jetzt nochmal ab und dann robbe ich mich nach oben für Wellen reinzumachen oder leichte Locken. Krass. So. Krass. Ich habe gesehen, jetzt gibt es einen neuen Stab von Dyson. Hast du schon gesehen? Den Dyson Airwrap, ja. Ist er gut? Auf jeden Fall. Also ich habe den Dyson Föhn, den normalen, kein Airwrap, also nicht mit den ganzen Aufsätzen, aber ich liebe den Föhn schon alleine. Also wenn der Airwrap genauso gut ist, dann wird es wahrscheinlich die nächste Investition da. Ja, ich glaube, bei dir muss die VDE auch wirklich leiden, denn wer 47.000 Mal das Kabel aufwickelt, ja, aufrollt, dann sieht das Kabel so aus anschließend. Ich nehme an, du brauchst wahrscheinlich alle 2-3 Monate einen neuen oder halten die lange? Glätteisen halten eigentlich immer sehr lange. Also wenn man gut mit den Sachen auch umgeht, klar, das Kabel wird ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber ansonsten geht. Wird's halt. Remington nimmst du? Genau, also ich habe das schon seit Jahren. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Glätteisen. Zeig mal bitte, wie das aussieht. Der Name von dem? Prolux. Genau. Okay. Habe ich auch den Lockenstab dazu, aber den habe ich jetzt heute nicht dabei. Der wird wahrscheinlich gar nicht gebraucht, oder? Der wird schon gebraucht, aber es dauert halt viel länger. Mit dem Lockenstab und mit dem Glätteisen geht es halt schneller. Ich nehme an, dass du unglaublich beliebt bist bei deinen Freundinnen, oder? Ja. Wenn ihr abends mal weggeht und so, dann... Ja,
das kommt dann öfter mal vor. Willst du nicht vorher eine halbe Stunde vorher kommen, dann kannst du mich ein bisschen fertig machen. Ach, das kenne ich alles. Wo wohnst du nochmal? Also Workshops gibt es ja auch schon mal? Gegen Bezahlung? Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Nachfrage da ist, dann auch Gruppen oder halt Einzelschulungen praktisch, wie man sich selber schminkt oder wie man andere Leute schminkt. Das ist ein wirklich toller Beruf, muss ich ja mal sagen. Die Menschen hübsch zu machen und dann das Selbstwertgefühl nach oben zu boosten. Ja, definitiv. Alles gut. So, jetzt reden wir die ganze Zeit. Das heißt aber, wenn jemand irgendwas auf der Seele hat, man darf auch mit dir reden. Ja, natürlich. Also ich bin auch teilweise eine Psychologin. Ich höre den Leuten zu. Und wenn sie dann mich fragen, dann gebe ich ihnen auch Ratschläge oder ja, was ich machen würde, einfach meine Meinung. Aber auch nur, wenn ich dann gefragt werde. Man muss nicht mit dir reden. Man muss nicht mit mir reden, auf keinen Fall. Also ich gehe nicht auf Sachen ein, wenn ich zum Beispiel eine Narbe sehe oder so, dass ich dann direkt frage, was ist da passiert? Ich lasse den Leuten eher da. Die kommen schon, wenn sie wollen. Genau, die sagen schon, wenn sie was auf der Seele haben. Du bist hier geboren in Trier? Ich bin in Wittlich geboren. Okay. Was ist denn so schön an Trier? Ich meine, es ist ja eine kleine Stadt. Du könntest ja jetzt auch in New York, Shanghai. Ja, aber ich bin eher der Familienmensch. Meine Familie kommt hier aus dem Umkreis und das ist halt einfach... Dann bleib mal hier. Ja, ich könnte nicht ohne meine Familie. Fällt mir sehr schwer. Wie ist denn der Vorname von deiner Mama? Sonja. Sonja, wenn du das hier jetzt siehst, ja. Make-up-Artist, glaube ich, trifft es ganz genau, denn das hier ist wirklich Kunst, was du machst. Das ist alles. Nee, ist ja wirklich wahr. Also alles so aufeinander abzustimmen, dass die Leute dann total happy sind. Ja, ich liebe auch meinen Job über alles. Deswegen arbeite ich auch sonntags. Es gibt kein Wochenende. Und du bist selbstständig, richtig? Genau, ich bin selbstständig. Wann kam das so, dass du gesagt hast, ich will jetzt selbstständig werden? Das kam relativ früh. Also, was heißt früh? Ich glaube, mit 20 oder so wollte ich einfach schon auf meinen eigenen Beinen stehen und habe das selber dann in die Hand genommen. Klar, mit Unterstützung auch von meinen Eltern, von meinem Bruder. Du hast einen Bruder, Schwester? Ich habe einen Bruder, einen großen, im wahrsten Sinne. Und der liebt dich? Ich hoffe doch, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Der ist noch größer wie du? Der ist 2,07 Meter, 2,08 Meter so. Und du bist ungefähr so groß wie ich, denke ich, ja? 1,85. Genau. Und du hast jetzt keine Hacken an, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe gehört, du bist Single. Was ist sie? Ich habe gehört, sie ist Single. Boah, ich glaube, sie ist ganz glücklich, weil wenn man samstags, sonntags arbeitet, dann... Das ist viel Arbeit, aber trotzdem ist es schön, einen Partner zu haben. Ach, das wird schon mit dem Video hier. Du bist eine ganz Nette eigentlich, oder? Jo. Ich denke, wenn man selber zu mir nett ist, auf jeden Fall. So, wir sind eine Werbeagentur und haben immer die schlechteste Webseite. Und wie ist denn das bei dir mit dem Schminken, wenn du dich selber schminkst? Bist du immer glücklich mit dem Ergebnis? Ich bin generell ein Perfektionist, aber ich gebe lieber meinen Kunden die Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, aus einem Grund nicht so viel Zeit hatte, dann stecke ich selber ein und sage, gut, ich schmink mich jetzt nicht so viel, was ich generell auch nicht so gerne mache. Mhm. Außer halt für Social Media schminke ich halt schon ein bisschen extravaganter, aber ansonsten mag ich es lieber, meine Kunden zu schminken, schön zu machen. Das gibt mir ein besseres Gefühl als mich selber. Ja, es gibt ja viele Kunden, deren Augenbrauen sind unglaublich kaputt. Das hast du oft, oder? Ja, sehr oft. Das ist so das größte Problem im Gesicht, die Augenbrauen, würde ich jetzt so sagen. Da gibt es Tricks, oder? Da gibt es Tricks, aber nicht so viele Tricks, wie wenn zum Beispiel Lippen überschminken oder sonst was. Also Augenbrauen ist so der Rahmen unseres Gesichts und es ist sehr schwierig dann zu korrigieren. Es ist so, wenn man nur oft genug zupft, dann sind sie irgendwann weg, oder? Ja klar, die Haarwurzel kann dann entfernt werden, praktisch durchs ganze Zupfen.
Jetzt wird ja zum Glück nicht so viel gezupft im Jahr 2000. Ab 2000, glaube ich, da war der Busch an Augenbrauen ja beliebt. Ist gut für dich, oder? Das heißt, weniger geht immer. Ja, aber das Problem ist dann, wenn ich sie dann nachschminke, ist es halt wirklich Wildwuchs. Dann ist es wieder schwierig, die Kontur reinzubringen oder die Form reinzubringen, wenn man es nur wachsen lässt. Also man muss schon zupfen. Sag mal, wenn ich jetzt so komplett von dir gestylt werde, mit allem drum und dran, da sind schon, ich sag mal, Kosten, kann man darüber reden, was sowas kostet hier, sowas? Wenn du das machst, ist so 100 Euro, 200 Euro? Kommt drauf an, was für ein Anlass und kommt drauf an, eigentlich was für ein Anlass. Also wenn es für Foto-Make-up ist, ist es halt aufwendiger als für ein normales Tages-Make-up. Obwohl Tages-Make-up auch eigentlich nur eine Creme enthält und Wimperntusche. So wie ich es halt gelernt habe und ein bisschen Lipgloss. Aber ansonsten, der Stundensatz bei mir ist eigentlich zwischen 80 und 100 Euro. Und fürs komplette Make-up mit Haare brauche ich eine Stunde. Ungefähr. Genau. So, das heißt, das ist auch das Minimum. Also mit Steuern und Abzügen und allem drum und dran. Die Mehrwertsteuer, ich nehme an, du hast im Moment auch 16, oder? Bitte, was habe ich? Ja, gut, klar, 16 habe ich auf jeden Fall. Aber ich bin ein Kleinunternehmen. Das ohne Steuer. Genau, das ist noch mal. Bis zu einer gewissen Grenze, glaube ich, geht das ja. Genau. Das sind schön, die Locken, ne? Gefallen sie dir? Ja, ich mag Locken. Wir werden aber später noch durchgekämmt, wir sind noch nicht fertig. Du rufst mich gleich mal, ich gehe mal zur Tanja. Tanja? Ist sie da? Sie ist weggelaufen. Aber es könnte sein, dass das könnte schon für die Mama sein, oder? Das rote. Was? Das rote Kleid? Nee, das rote Kleid, was da hängt. Da unten, siehst du es? Das da? Ja. Wir fragen sie gleich mal. Verschiedene Outfits. Ist sie langweilig? Da kommt sie. Hast du was gefunden? Ja, ich habe schon mal ein bisschen geguckt, was zu ihr passen könnte. Wenn sie gleich fertig ist, dann schauen wir erstmal weiter. Was hast du denn so gefunden? Also sie hört das ja nicht. Ja, ich habe verschiedene Farben. Also wegen ihren schönen blauen Augen habe ich mich eigentlich favoritenmäßig erstmal für dieses Kleid entschieden. Boah, das ist schön. Wenn du es mal hochhebst, sei mal so lieb. Das sieht halt angezogen besser aus als das. Sieht angezogen. Ja, das ist immer mit den Kleidern, wenn die angezogen sind, dann kann man da eher etwas daraus erkennen. Boah, das ist voll hübsches Kleid. Da kommt auch noch Tüll hinten dran. Blauer Tüll, wenn sie dann angezogen ist. Und ja, das gefällt mir gut. Was mir auch gut gefällt zu ihrem Typ sind Naturtöne. Ja. Das ist jetzt kein Hochzeitskleid, sondern ein richtig schönes. Ja, das sind Fairytale-Kleider. Fairytale. Mit denen man halt einfach ein bisschen in eine andere Welt abtauchen kann. Das Kleid mag ich sehr gerne. Auch dieses sieht angezogen viel besser aus, weil es hier über die Schultern geht und hier ein bisschen Tüll hat, dass man mit Posen ein bisschen arbeiten kann. Oder dieses mit viel Spitze. Mhm. Das ist eher für den Oberkörperbereich gedacht. Weil unten finde ich es nicht so schön, aber oben ist es sehr schön. Das ist unglaublich jugendlich, oder? Ja. Ich bin mal gespannt, wenn sie es anhat. Ich sehe halt immer was anderes darin. So, das wären diese Sachen. Des Weiteren habe ich auch noch was Lilanes ausgepackt. Da habe ich gesehen, ja, die Smoky Eyes. Dazu passen so ein bisschen? Es passt alles zu den Smoky Eyes. Vor allen Dingen, sie ist ein Typ mit blauen Augen. Da passt wirklich sehr, sehr viel. Für jetzt zum Beispiel einen Typ mit braunen Augen würde das blaue Kleid weniger gut passen. Sag mal gerade die Details, die hier drin sind. Das heißt, allein der Fundus hat wahrscheinlich ein Vermögen gekostet, den du hier hast. Den hast du im Laufe der Zeit? Ja. Ich will nicht schätzen, aber über 40.000 Euro, was ich hier alles stehen habe, ist es mindestens. Sag mal, die Arbeit ist ja quasi unbezahlbar. Das ist Kunst, was du machst. Ja, richtig, genau. Ah. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich auch davon leben kann. Und hoffe auch, dass ich noch weitere Jahre damit arbeiten kann, weil es ist nicht wie eine richtige Arbeit. Es ist einfach eine Berufung. Wenn ich was in Google eingeben möchte, um dich zu finden, was gebe ich da am besten ein? Normalerweise in Kaderdesign oder Tanja El Kabid. Tanja El Kabid. E-L genau. Und dann? K-A-B-I-D. K-A-B-I-D. Wir schreiben es. Weil Inkaderdesign ist. Ist ein bisschen schwer zu schreiben, oder? Ja, ist ein Wortspiel mit I in Englisch noch dazu. Ich kann gern mal einen. Genau, zeig mal. Also, wir haben auch kein Geld dafür bekommen. Ist nur ganz wichtig, wenn die Leute das sehen, die wollen ja immer wissen, mit wem haben wir es denn hier zu tun. Also, Inkaderdesign
Interessant, man kann die Schreibschrift auch nicht lesen. Vorne habe ich Visitenkarte, kann man es besser lesen. Ach, die Leute finden das. Ich krieg das hin. Wir schreiben es doch nochmal einen Text rein, verlinken dich nochmal. Aber es gibt ja so die Fernsehzuschauer, die das dann sehen. Das ist meine Kleine. Süß, oder? Ja. So, wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt 4. Das ist 4? Ja, genau. So. Bin mal echt gespannt. Also jetzt im T-Shirt sieht man ja gleich mal den Unterschied. Also jetzt in Amerika wärst du schon fertig angezogen. Die haben ja nur T-Shirts. Aber viele T-Shirts hat man da. Da würdest du gar nicht auffallen. Ne? Nicht unrecht. Ne, du als halber Amerikaner kannst das ja sagen, ne? So, jetzt gucken wir mal. Sie hört nicht auf, Locken zu machen. Ich frage mich immer, wo das... Wieso? So, die Anweisung für Sie war jetzt voll, oder? Volles Haar, hast du gesagt. Genau, richtig. Voluminös und gewellt. Also nicht sehr stark gelockt. Die werden nochmal rausgekämmt, ein bisschen die Locken. So, tatsächlich die Sonne kam raus. Google Weather. Habe ich doch gesagt. Hat nicht gelogen. Komm, wir gehen mal kurz raus, dann gucken wir uns das mal an. Heute Morgen hat es noch geregnet. Bei so Shootings, wenn du dich da vorbereitest, auch blöd für dich manchmal, wenn es denn so in Strömen regnet, oder? Ja, ich habe eigentlich immer Glück. Also ich bin da ein bisschen ein Glückskind. Selbst wenn es regnet, habe ich meine halbe Stunde, wo es nicht regnet. Und dann machen wir eben eine kurze Pause. Blauer Himmel, unglaublich. Ja, und das Licht ist okay. Das Licht ist ganz wichtig. Zu viel Sonne, nicht gut, oder? Nein, man muss sich aber auch die richtigen Plätze aussuchen, wo man dann fotografiert, weil auch bei schlechtem Wetter, ich kann eigentlich in jedem Wetter gute Fotos machen. Auch wenn die Sonne volle Lotte scheint? Ja, dann suche ich mir halt einen Platz, wo die Sonne auf der anderen Seite reflektiert, aber ich im Schatten sitze. So, hier vorne, da sieht man es, Inkada. Ja, das ist doch wirklich, da hast du ja ein tolles Wort ausgesucht für Google, oder? War nicht so geplant. Das war, bevor ich selbstständig war und als Hobby angefangen habe, hatte ich mir den Namen ausgesucht und dann war ich halt schon bekannt. Konnte ich nicht mehr ändern und jetzt ist es halt so. Ich sehe immer jemand, weil hier steht die Öffnungszeiten. Oder? Die Öffnungszeiten, die sind jetzt ein bisschen angepasst worden. Aber früher war das wirklich so, da waren wir hier rund um die Uhr zugange. Früher, vor Corona, oder? Ja, noch ein Jahr davor, würde ich sagen. Also bis 2017, 18 war es so, aber die letzte Zeit. Man muss sich ein bisschen anpassen, wenn man Kinder hat. Es war doch so früher, so die Fotografen, die hatten so einen Laden in der Stadt. Und da kam der Opa oder der Papa kam mit den Kindern rein, da haben die meistens Passbilder gemacht, oder? Genau. Also ich habe jetzt im Moment einen defekten Passbildautomat, aber das muss ich sagen, passt mir auch ganz gut, weil wenn ich ein Passbild mache, dann mache ich mir keine Freunde. Warum? Ja, weil Passbilder haben halt Vorschriften, man darf nicht lächeln, man muss aus einem gewissen Winkel fotografieren. Die Leute sind, fast keiner liebt sein Passbild. Ja, stimmt. So, ich zeig's mal gerade. So, wir gehen nochmal rein. Da haben wir es. So langsam kommen wir der Sache näher? Ja, so langsam gehen wir in die erste Runde. Die erste Runde wird auch Beauty sein, ohne ein ausgefallenes Kleid. So, da sind unsere Stars demnächst. Wir werden die gleich mal mitnehmen. Super. Wie kommen wir denn jetzt in den Wald? Wir haben ja nur den großen Bus dabei. Erstmal werden wir hier in der Nähe bleiben und ein paar Beauty-Porträts machen. Dafür brauche ich nicht viel Platz, nur ein gutes Licht. Ja, wenn du mir kurz folgst, das ist auch was ganz Tolles, oder? Ja, da stehen ganz viele Kopfschmuck mittlerweile. Muss man auch mal gucken, wo ich noch mehr Platz dafür finde. Oder mich von ein paar zu trennen. Aber das tut immer weh. Du liebst Rosen und Totenköpfe? Ja. Das ist unschwer zu erkennen. Ich zeig mal gerade dein Tattoo. Du hast an der Stelle gemacht, wo es unübersehbar ist. Nämlich überall Blumen, Pflanzen, Rosen. Ja, ich habe noch andere an anderen Stellen. Gut, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber ich zeig mal gerade, das ist auch toll. Das ist so ein bisschen alienmäßig, oder? Ja, das wurde sogar noch nicht eingesetzt, weil ich noch nicht die funkelnde Idee dazu habe, was ich machen möchte, weil es soll ausgefallen sein. Ja, der ist auch noch nicht abgelichtet. Der wartet noch auf jemand. Ja. Und auf die zündende Idee. Ich habe schon Ideen, aber es muss auch immer die Person dann dazu passen. So, die Rebecca.
Boah, jetzt ist er aber wirklich voluminös. Ist Haarspray schon im Einsatz gewesen? Nein. Noch nicht? Noch nicht. Und trotzdem hält er so? Ich hoffe. Also ich werde gleich nochmal fixieren mit Haarspray, aber im Moment noch nicht. Erstmal mit Volumenpuder. Volumenpuder? Genau. Was ist das denn? Das ist so ein Puder, was eigentlich ziemlich klebt zwischen den Fingern, aber was halt so ein bisschen Volumen hervorholt. Brauchen wir für dich, Oskar? Nein. Nein. Ja, der Oskar hat sich die Haare selber abgeschnitten vor 2 Tagen. Aus Versehen, Oskar? Aus Versehen. Mit dem Schnitzmesser. War am Sofa und hat sich vorne den Pony abgeschnitten. Er stand dann morgens vor mir und ich dachte mir nur, irgendwas ist anders. Wie ist dein Accountname? Make Art. Jetzt wird mal direkt hier Foto gemacht. Da ist es schon, das erste. Sehr schön. Muss ich mal runterladen, dass ich das gleich mir ein Bärchen kann. Muss das jetzt nicht so toll wie man denkt. Was sagst du? Ist das jetzt nicht so toll, wie man denkt? Was ist nicht so toll? Manche Menschen hassen ein bisschen auch Instagram. Wollen nicht, dass das existiert. Manche Menschen mögen das nicht und manche Menschen mögen das. So, jetzt kommt Haarspray. Oh nein. Ich hau ab. Nach Pizzateig stinkt, hat er gesagt. Das fände ich aber gut, wenn Haarspray nach Pizzateig stinkt. Ich krieg gerade Hunger. Wow. Pizza kann man hier auch immer als Gummi bestellen. Echt? Geht das? Pizza bestellen? Biet ich gern zum Service dazu. Aber erst wird gearbeitet und dann... Genau. Dann kommt das Vergnügen. Tanja, sag mal, Gutscheine. Ja. Das ist so ein mega Thema, ja. Wenn die sehen das jetzt, die Männer, die rufen bei dir an und sagen, ich habe einen Gutschein für meine Frau. Das ist bei dir schon eine gute Idee. Also man kriegt ja hier Full Service mit allem drum und dran. Ja, klar. Also Gutscheine kannst du auch einfach nur einen Wertgutschein nehmen, dann kann sich die Person aussuchen, was sie möchte. Ne? Was ist ein sinnvoller Wert für sowas hier? Tausender? Nein, zu viel ist es nicht. Also es startet schon so bei 250 Euro, wenn man nur schöne Bilder möchte. Wenn man ausgefallene Bilder möchte dann oder mehr möchte oder ein großes Paket, dann muss man schon etwas mehr bezahlen. Das Doppelte ungefähr? Ja, für ein komplett ausgefallenes Shooting würde ich sagen, ja. Zeitdauer ungefähr, einen halben Tag? Ja, für so ein großes Shooting, wo wir mehrere Sachen machen, auch mal wegfahren, sollte man schon 4, 5, 6 Stunden investieren. Ich sag mal, 4, 5 Stunden reichen. Okay, das heißt, es geht da los. Also nach oben hin gibt es da keine Grenzen? Nein, es geht auch von unten schon los. Also wirklich ganz kleine Beauty-Shootings oder so kommt man auch mal für ein kleineres Geld. Wie viel ungefähr? Ja, so 200 mit Make-up. Mit allem? Das heißt also, das ist nur ein kleines Beauty-Shooting, ein leichtes Make-up, ganz natürliche Bilder. Dann ist man schon so bei 200 Euro und dann hat man ein Make-up und da hat man aber wirklich ein kleines Paket. Krass, das ist so günstig. Ich hätte gedacht, es wäre viel teurer. Ja, wenn es ausgefallener wird, wird es auch teurer. Wenn dann noch Kleider dazukommen und, dann wird es natürlich teurer. Aber ich bin da flexibel. Ich richte mich da auch ein bisschen auf die Leute, die vielleicht auch mal nur was Normales brauchen oder auch nur mal für ihre Arbeit ein schönes Profilbild. Du siehst jetzt schon, dass sie richtig glücklich ist. Das ist so der Effekt, den wir alle wollen, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur noch die korrekten Gesichtszüge... Das mache ich. Da helfe ich dabei. Oskar, so, jetzt wirst du geschminkt? Nein! Ich habe gerade überlegt, wie wir ihn loswerden. Er muss zu den Hunden. So, was wird jetzt gemacht? Kleidung, oder? Die Farbe weggewischt, die auf dem Boden liegt. Die Farbe weggewischt, die am Boden liegt. Ja. Oh Gott. Sie ist fertig eigentlich? Ja, sie ist fertig. Sie ist fertig. Ja, du hängst mich nie ab. So, dann machen wir gleich einen Cut und dann geht's zum Thema. Warte mal, ich mach mal kurz das Teil hier rein.
Wow. Ich krieg's nicht hin. Beauty-Fotografie. Ja, wir beginnen erstmal mit einem schwarzen T-Shirt. Genau, was ganz Einfaches, Schlichtes werden wir jetzt verwenden. Und es dreht sich nur um Bilder, die ungefähr bis hier oder bis hier sind, einfach auf das Gesicht ausgelegt. Das machen wir in Ringlicht und in natürlichem Licht. Das heißt, wir gehen jetzt einmal kurz raus und dann werden wir das auch noch hier drin mit Ringlicht machen. Super. Kein Blitz? Nein. Ich besitze einen, ja, aber den lasse ich immer zu Hause. Die Leute totblitzen, nenne ich immer. Das ist wahrscheinlich nicht deine Absicht. Ich nutze auch hier drin keinen Blitz mehr. Ich habe alle meine Blitzanlagen in den Schrank geräumt. Rebecca, jetzt geht's los. Ja. So, wir gehen raus. Available Light. Jetzt fängt es ein bisschen an zu nieseln. Das ist das Risiko, was man hat, oder? Ja, natürlich. Das Wetter kannst du nicht bestellen. Ich hol dir einen Schirm. Genau, wir holen mal einen Schirm. Die Rebecca kommt mit. Bin ich mal sehr gespannt. So, auf geht's, oder? Ja. Mach hier mal. So, du arbeitest ja mit allen Tricks. Oft sieht man ja gar nicht, wo man war vorher. Das heißt, wenn man es nicht weiß, oder? Richtig, genau so ist es. Und das ist auch gut so. Ich brauche nur das richtige Licht. Jetzt fängst du ein bisschen an zu nieseln. Du bist nicht aus Zucker. Nein, ich darf auch nicht aus Zucker sein. Ich hoffe, meine Kundin ist auch nicht aus Zucker. Wir werden es sehen. So, genau. Jetzt beginnt natürlich das große Problem, Rebecca. Das Make-up ist nicht wasserfest. Sie hat ja den Schirm. Sie hat den Schirm. Deswegen nutzen wir jetzt auch die Einfahrt. Ja. Genau, hier haben wir die Einfahrt. Ja, das große Licht, jetzt sieht man hier die Einfahrt, das sieht jetzt ganz unspektakulär aus. Genau. Und viele Menschen, die bei dir ein Shooting machen, die sagen, mein Gott, jetzt hat man so ein Schloss oder irgendwas. Aber das, was bei rauskommt, ist so hammerhart, das werden wir gleich mal zeigen. Was genau macht das Licht hier so gut? Ja, das Licht macht so gut, dass es von oben etwas abgedeckt ist, von rechts und links auch. Und quasi von dieser Seite das Licht hereinkommt. Das ist quasi wie eine Studiosituation, die ich hier imitiere, nur eben mit natürlichem Licht. Los geht's. Alles klar. Ich nehme an, du hast es schon 5000 Mal erlebt, oder? Auf jeden Fall. Trotzdem immer wieder was Neues. Jetzt haben wir Glück, dass Sonntag ist, oder? Dass hier die LKWs nicht laufend rein und raus fahren. Ja, es gibt aber immer Leute, die gucken. Ist auch gut so. Sie macht das gut, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie ist geübt und macht das immer sehr gut. Zu mir. Ja. Und jetzt stelle ich erstmal das Licht ein. Du musst noch gar nichts tun, ja? Was hier immer sehr schön ist, ist auch der Wind. Ich mag das sehr gerne, wenn die Haare etwas fliegen für die natürlichen Bilder. Genau. Kannst du dein Kinn ein ganz klein bisschen heben? Krass. Öffne deinen Mund ganz leicht. Einfach so ein bisschen fallen lassen. Ja, lass die Haare ruhig fliegen. Heb dein Kinn ein bisschen. Jawohl. Unvorstellbar. Warte mal, zeig mal gerade, ganz kurz. Moment. Warte, ich muss erst schärfen. Ja. Ganz krass. Kannst du deinen Arm so ein bisschen hinter, genau, und den Arm ein bisschen nach vorne. Sehr gut, jetzt müsste ich noch ein Stückchen rüber. Ja, mach. Dein Kinn noch mal ein bisschen heben, ja. Dein Mund leicht öffnen. So, warte kurz. Wir haben noch mal kurz, die Schulter noch mal so ein bisschen nach vorne. Intensiver Blick in die Kamera, Gesicht ein ganz klein bisschen heben, Mund ein bisschen locker öffnen, direkter Blick in die Kamera, genau, einen Augenblick, Kinn ein bisschen heben noch, Mund noch mal ein bisschen öffnen, jawohl. Moment. In der Hofeinfahrt in Trier. Ja, tut mir leid. Nein, ja, saugeil. Noch mal so, Kinn ein bisschen heben beim Lachen, bitte. Die Haare gerade mal ein bisschen aus dem Gesicht beim Lächeln. Jawohl.
Bisschen Wieschen geben. Ja. Sehr schön. Mensch, es regnet, Rebecca. Ja. Man sieht es nicht so richtig auf der Kamera. Aber das ist ja genial. Das heißt, du hast ein Dach bestellt hier quasi. Genau, richtig. So, zwischendrin muss ich natürlich mal gucken, ob hier auch alles so ist, wie ich das haben möchte. Die Schafe immer, ne? Ja, genau. Thema. Ja, wenn ich schnell arbeite, dann kann das auch mal passieren, dass unscharf ist. Aber hier das Bild finde ich zum Beispiel vom Blick sehr intensiv und sehr schön. Boah, die sieht aus wie so ein, warte mal kurz, Schafe. Jetzt habe ich die Schafe, warte. Problem sind die Reflexionen. Wenn du mal gerade zu mir hältst, die Kamera, genau. Jetzt ist super. Wow. Ja, ich sehe schon, Gelerntes gelernt. Ich guck mal zu dir. So ein Making-of darf man ja eigentlich gar nicht zeigen. Da ist der ganze Zauber weg, oder? Trotzdem ist immer auf den Bildern was anderes zu sehen. Das ist immer eine Überraschung. Was ganz anderes, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, du selbst, du magst die Fotos von dir selber? Ist immer so, gell? Ist schwierig, schwierig. Man sieht sich auf Bildern nicht so gern. Ja, wenn ich Bilder von mir machen lasse, dann will ich halt auch direkt das Resultat sehen, um zu wissen, was ich gerade mit meinem Gesicht angestellt habe. Ich habe ja auch eine hübsche Frau. Auf jeden Fall, sehr hübsch. Kann man viel machen. Nein, vielleicht eher so, aber locker, nicht so aufdrücken, genau. Warte kurz, alles gut. Ja, ein bisschen locker. Quasi einfach so, ein bisschen Abstand dazu, dass es nicht so bedrückt aussieht. Schulter ein bisschen nach vorne. Genau, Kinn ein bisschen heben. Jawohl. Gesicht ein bisschen zu mehr. Sehr schön. Direkter Blick in die Kamera. Bisschen hinheben, leicht schmunzeln. Und richtig lachen mal. Jawohl, sehr schön. Dankeschön, kannst dich entspannen. Und es war was dabei für dich? Ja, natürlich, es sind sehr viele. Ist ja auch eine wunderschöne Frau, macht es mir sehr einfach. So, wir gehen jetzt mal noch kurz auf eine andere Stelle. Ist ja nichts für Winter, oder? Ja, im Winter mache ich das auch. Aber ja, es ist nicht so schön. Ich mag die Winterzeit nicht so gerne, aber was soll ich machen? So, ich komme mal kurz unter den Schirm mit der Kamera. Ja. So, die Tanja darf im Regen gehen. Ich muss die Technik schützen. Du hast eine wasserdichte Kamera, gell? Nein. Nee? Nein. Aber ich glaube, die ist nicht so empfindlich, oder? Ja, kommt drauf an. Wenn ich jetzt lange im Regen stehe, dann läuft sie an. Das ist schon nicht so gut. Ja. Aber ich beeile mich immer. Super. So, gehe ich jetzt auch ein bisschen schneller, wenn es so viel ist. Genau, ich gehe mal kurz hier hinter. Das ist der 4. Oktober 2020. Und jetzt gehen wir wieder zu einer Geheimlocation, nämlich einen Spielplatz. Mensch, du arbeitest Tanja mit allen Tricks. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie jetzt hat. Das Schöne ist, wir werden gleich mal die Bilder einblenden, die ich noch nicht sehen kann, dass wir das Ganze mal sehen. Hier haben wir halt auch nicht so viel Regen. Ja, es ist etwas trockener. Genau. Noch. Ja, noch. Wir hoffen, dass das Wetter heute so ist wie sonst, dass ich Glück habe. Es wurde ja gemeldet, blauer. Aber wir hatten ein Fenster 3-4 Stunden, wo es schön war. Guck mal auf die Uhr. Mal. 2 Uhr. Wir gucken mal. Kannst du dich mal ganz kurz hier hinsetzen? Und dann drehst du dich ein bisschen zu mir um. Ich komme von oben. Ich nutze jetzt das Licht von oben. Und ich möchte ein bisschen Herbstfeeling im Hintergrund, deswegen bin ich jetzt hierher gekommen, damit ich die Blätter ein bisschen im Hintergrund habe. So, du kannst dich ein bisschen mehr zu mir umdrehen, Oberkörper, und vielleicht die Hände mal so an den Hals machen. So ganz locker, ein bisschen lockerer, ein bisschen weiter runter. Die Hände ein bisschen weiter runter, genau, richtig. Warte, ich helfe dir gerade beim Posen. Die Hand einfach so, darf ich kurz? Ja. Mach sie einfach ein bisschen locker. Gesicht ein bisschen zum und ein bisschen heben. Ich muss jetzt wiederum das Licht ein bisschen einstellen. Ich kann das Licht ausmachen bei mir, wenn du möchtest. Nein, alles gut. Okay. Du mal lächeln? Jetzt nimmst du mal beide Hände nach unten, so ein bisschen versetzt.
über die Haare, nicht unter die Haare. Die Haare nach vorne. Genau. Genau. Und einen Arm ein bisschen mehr so. Ja, perfekt. Jetzt hebst du dein Kinn aber nochmal ein bisschen, deinen Mund ein bisschen locker öffnen. Leicht schmunzeln auch mal. Schließ mal kurz die Augen. Kinn heben, Augen schließen, entspannen. Ganz kurz entspannen, bis ich sage, jetzt dann einen direkten Blick in die Kamera. Jetzt schau mich an. Genau. Und lächel. Sehr schön. Das ist ja wie jeden Morgen bei mir, wenn sie mich begrüßt. Hallo Sven. Perfekt gestylt. Die Frisur nach dem Schlafen. So. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz rein. Ja. Okay. Weil sonst wird es uns zu kalt. Danke. So, du bist etwas länger da geblieben. Dein Hund wartet noch auf dich, oder? Zu Hause, ja. Was hast du für einen Hund? Eine französische Bulldogge. Was? So groß? So groß sind sie ja nicht, ja. Aber massig. Okay. Der hält's noch durch, eine Stunde? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ungefähr wie viele Leute hast du schon geschminkt in deinem Leben? Kannst du es zählen? Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich meine, seit 3 Jahren bin ich jetzt selbstständig und ja, über die Sommermonate sind halt viele Hochzeiten, viele Trauzeugen, dementsprechend ist es sehr schwierig. Location-Wechsel, du hast was Neues angezogen. Ja, ein schönes neues Oberteil. Das habt ihr euch ausgesucht, sie hat unglaublich viel. Ja, sie hat einiges im Petto, also sie schaut dann nach der Person, was passt zu einem, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter und dann ziehen wir das an. So, dieses Hilfsmittel haben wir ja schon kennengelernt, das Ringlicht. Jetzt schaue ich mal kurz durchs Ringlicht durch. Wahnsinn. Kannst du die Hände mal so ein bisschen locker vor dich nehmen? Ja, so eine Hand höher wie die andere. Genau, und locker, sehr schön. Kinn ein bisschen heben, perfekt. Bleibst du so. Ein bisschen senken. Jetzt muss ich natürlich die Kamera noch mal umstellen. Du musst jetzt genau durch den Ring in das Objektiv reinschauen, damit der Ring auf deinem Auge auch wirklich um die Pupillen ist. Also genau, siehst du die Kamera? Kannst du sie sehen? Bin ein bisschen weit weg. Ein leichtes Schmunzeln, bitte. Und jetzt vielleicht ein bisschen intensiver Blick in die Kamera, den Mund leicht öffnen. Ja, sehr schön. Die Hände mal weg. Die Schultern ein bisschen so nach vorne. Ja, Kinn minimal heben. Sehr schön. Jetzt kannst du noch mal eventuell eine Hand hinter die Haare machen. Am liebsten versuch mal diese zuerst, aber so ein bisschen nach unten. Ein bisschen mehr. Noch ein Stückchen. Kinn ein bisschen heben. Ja. Die Haare so lassen. Genau. Die andere Hand von der anderen Seite dazu und auch ein bisschen so nach vorne. Genau. So kann ich nicht. Sehr schön. Warte kurz. Ganz klein bisschen heben und hier minimal Luft lassen. Genau. Gern ein bisschen schmunzeln. Ja, sehr schön. Jetzt mal nochmal mit weniger Lachen, den Mund ein bisschen öffnen und intensiver Blick in die Kamera. Sehr schön. Sag mal. Hart, oder? Ja, wenn man weiß, wie es geht, oder? Ja, der Bildschnitt wird natürlich, bei mir ist der auch nicht immer ganz gerade, den versuche ich immer ein bisschen anzupassen. So, jetzt würde ich zum nächsten übergehen, zum nächsten Look. Mhm. Ja, da haben wir mehrere Möglichkeiten, die erkläre ich dir jetzt mal ganz kurz. Und du sagst mir, was du gerne haben möchtest. Okay. Ich mache das nicht mal geradeaus. Dann gehen wir mal gerade in den nächsten Raum. Guck mal, gerade mit dem Beispiel, welche Haare.
da was hängen habe. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir jetzt die Haare komplett zusammenbinden. Ja. Im Ringlicht nochmal etwas einen engeren Bildschnitt zu machen. Mhm. Zum Beispiel mit Tücher gewickelt. Ah, da vorne siehst du das, zum Beispiel im Schaufenster. So ja. etwas zu machen, wenn dir das gefällt. Ja, ist auch schön. Wir müssten halt die Haare dementsprechend ganz kurz zusammenbinden. Das sind Sachen, die wir noch hier machen können im Studio. Ja. Und dann hätte ich nach dieser Sache, würde ich gern etwas machen mit dem Kleid draußen und mit den Hunden. Ich persönlich finde das Kleid sehr schön. Ja, sieht doch schön aus. Die Hunde dazu, ein bisschen in der Natur zu sitzen. Dafür müsstest du das Kleid natürlich anprobieren. Ich habe Kleider in verschiedenen Größen, die kann man anpassen, aber manche Kleider sind auch sehr klein und manche Kleider sind etwas größer. Okay. Aber ich denke, da wirst du gut reinpassen. Wir werden sehen. Jetzt mal eine Frage, wenn du Leute hast, die nicht ganz so dünn sind, wie gehst du damit um? Ja, ich habe wie gesagt Kleider in verschiedenen Größen und wir lassen auch manchmal die Kleider einfach hinten auf, weil wir das nicht benötigen. Und, sieht man nicht? Nein, sieht man nicht. Wir passen uns das auch mit Tüchern oder so an, das ist kein Problem. Aber ich habe auch Kleider in verschiedenen Größen, also ich habe nicht nur Kleider für Leute, die nichts essen, sondern für ganz normale Menschen. Gut, jetzt ist die Frage, was dir von den Sachen, die ich dir vorgeschlagen habe, noch gefällt. Wir können natürlich auch beides machen. Das ist kein Problem. Wir können das auch mit den Tüchern machen, wenn wir zurückkommen und jetzt erstmal nach draußen gehen. Da würde ich halt wiederum gucken, wie die Wetterlage gerade ist. Ja, deswegen, also entscheide du am besten, oder? Okay, wo du denkst, dann würde ich sagen, du ziehst das gleich mal an, du probierst es an. Ja. Wie es dir passt, du kannst etwas drunter lassen, weil wir sind ja draußen, ist nicht so warm. Ja. Entweder eine Strumpfhose. Wir können aber auch gucken, dass wir die Hose drunter lassen. Das müssen wir probieren. Ich habe auch eine Sportleggings dabei. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen. Die Schuhe sind nicht drauf. Ja, es kann sein, dass wir nachher die Schuhe einfach vor Ort kurz ausziehen, dass du barfuß sitzt. Das ist schöner. Schön, gell? Ja, darauf freue ich mich. Sehr schön. Okay. Gut, dann kannst du dich mal umziehen. Ich mache dir mal gerade was hier davor. Das werden wir jetzt nicht mitfilmen. Echt nicht? Schade, ich habe sie noch nie gesehen. Mann, mir nur helfen. Der Mann muss helfen. So, du hast es anbekommen, aber es ist ein bisschen klein. Nein, es passt nicht. Es passt. Warte mal. Ja. Du kannst du ziehen, ich halte unten. Kann ich ziehen, ich habe die Kamera. Was soll ich denn machen? Ja, sie, okay, sie hält. Moment. Du ziehst unten und ich mache es zu. Die üblichen. Aber ich habe bei meiner Frau schon öfter probiert, irgendwelche Kleider zuzumachen. Ging nicht. Okay. Sonst machen wir oben eine Nadel rein. Oder? Brauche ich nicht, das stecke ich. Aber ich denke, dass es zugehen würde, wenn wir hier drüber kommen. Ah. Aber ich habe diese Kraft nicht. Die Kraft nicht, warte mal, ich komme mal. Ich habe ja hier die eine Hand jetzt frei. So, du sagst, und ich soll richtig ziehen. Warte. Nicht dass ich es kaputt mache. Nee. Ja, das muss immer über diese Naht drüber. Kannst du vergessen. Okay, aber ist nicht schlimm, weil das reicht auch so. Kannst du dir das lassen? Ich brauche das dann nachher ja nur, wenn du die Schultern so... Ja. Ich nehme an, dass sie das so hochzuppelt dann ein bisschen, oder? Ich rück mir sowieso alles zurecht draußen, wie ich das brauche. So, bleibt erstmal so. Wenn ich mal zu mir drehst. So, jetzt ist die Frage, möchtest du einen Kopfschmuck dazu oder lieber so natürlich? Ich finde es so sehr schön, aber ich zeige dir einfach mal Kopfschmuck, ob du dir das an dir vorstellen kannst, ob dir das gefällt. Ja. Mir persönlich würde es schon so reichen, weil gerade mit den Hunden, die du da ein bisschen armen kannst, weil mit Kopfschmuck ist es sehr schwer, den Hund dann noch im Arm zu halten. Okay, dann machen wir es so. Okay. Also ohne. Gut, dann zeige ich dir vielleicht für das nächste Kleid einfach einen Kopfschmuck. Also wir könnten jetzt rausgehen, wir würden die mitnehmen, die müssen aber... Alle mitnehmen? Ja, du wolltest schon mit allen Hunden ein schönes Foto, oder? Ja, schon, oder? Wir gehen an dieselbe Stelle nochmal? Nein, ich versuche jetzt in den Park zu gehen, allerdings ist halt jetzt die Wiese nass. Es regnet nicht mehr, das Model sitzt in einem Wald, aber nein, wir sind tatsächlich in einem Park mitten in Trier. Aber die Optik später, du hast ein tolles Objektiv, das wird einiges nicht mehr ersichtlich machen. Wo sind wir gerade, Tanja? Wir sind in der Saarstraße in Trier in einem kleinen Park. Ja, sie sitzt da jetzt vom Finanzamt. Da hinten ist das Finanzamt. Genau. Ja, los geht's. Okay. Was ist zu tun? Also ich werde sie jetzt erstmal in Pose stellen. Ich werde gucken, dass ich mir mein Licht so präpariere, wie ich das brauche, ihre Haare. Und überlege mir schon gerade,
wo ich sie noch fotografiere, an dem schönen Baum zum Beispiel da hinten. Mhm. Der sieht so schön alt aus. Wir fangen jetzt erstmal an und dann sehen wir weiter. Bitte. Ist jetzt es kalt? Muss ich mehrere Posen ausprobieren. Genau. Kannst du die Arme mal so zusammen machen und die Schulter so ein bisschen nach vorne. Genau. Dein Gesicht ein bisschen zu mir drehen und vielleicht machst du die Arme wirklich so ein bisschen rein. Warte, den einen unten drunter, darf ich mal? Mach den mal locker. Ganz ein bisschen ganz locker. Genau, das ist so. Dann die Schulter so ein bisschen nach vorne, wie wenn du kalt hast. Genau. Das wird halt jetzt ein bisschen schwieriger wie die normalen Posen. Aber das kriegen wir auch hin. Ich drehe dich dann ein bisschen. So, wir können natürlich auch das Kleid zunutze machen, indem wir das so ein bisschen drüber legen. Aber das muss ich jetzt beim Fotografieren schauen, wie das für mich am besten aussieht. Ich nehme an, dass die Leute sich in der Saarstraße schon kennen, oder? Ja, in ganz Trier. Ich bin nicht mehr anonym, leider. Also wenn du so im Park bist und fotografierst, dann wissen sie schon, ach. Ja, im Park gehe ich nicht oft, aber an andere Stellen, die kennen mich alle schon, ja. Estanja. Kannst du dein Gesicht ein bisschen heben? So, jetzt mache ich erstmal einen Lichttest und schaue mal, wie das aussieht. Kannst du die Augen mal schließen und geschlossen lassen? Und das Gesicht ein bisschen heben und den Mund ein bisschen öffnen. Genau. Mich mal anschauen. Sehr schön. Ich muss mal ein Stück zurück. Die Schulter vielleicht mal ein bisschen mehr. Und oder dreh dich mal nach außen. Das, was ich jetzt mache, ist inszenierte Fotografie. Die anderen waren natürliche Bilder, kannst du deinen Kopf bewegen. Den Mund ein bisschen öffnen. Ja, sehr schön. Ja, wobei das ja auch natürlich, man ist ja in so einem Park und sitzt da mit so einem Kleid einfach mal. Ja, das ist schon inszeniert, da ist ein bisschen eine Märchenwelt zeigt. So laufst du ja nicht im Alltag rum. Echt nicht? Also ich nicht, du vielleicht. Jeden Tag. Ja. Guck mal. So, nochmal entspannen. Das ist ja voll intensiv, Blick in die Kamera. Kinn ein bisschen heben. So, jetzt nimmst du eine Hand, und zwar die untere. Und damit machst du, als würdest du dir die Haare so zart aus dem Gesicht streichen. So, ein bisschen. Warte, ich hab ganz locker. Ein bisschen dran. Kinn heben, Mund ein bisschen öffnen. Genau. Kannst du ja mal zeigen. Warte, jetzt mal Schärfe ziehen. Boah, ist ganz schön schwer, hier draußen eine Schärfe zu ziehen. Warte. Jetzt habe ich es. Da ist es. Krass. Aber wir werden es ja mal einblenden. Die. Jetzt mal eine Frage. Schließ mal deine Augen kurz. Schau mich nochmal an. Jawohl. Du gehst ganz oft hin und machst von oben nach unten, ja. Habe ich gesehen. Ist das so, ist es praktisch gesetzt, dass du nie auf die gleiche Ebene gehst? Ich gehe immer von verschiedenen Ebenen, aber sehr, sehr gerne fotografiere ich von oben, weil der Blick einfach auch ein anderer ist, wenn dich jemand so anschaut. Bleib mal kurz so sitzen. Und jetzt mach dein Kinn ein bisschen nach unten. Vielleicht so ein bisschen heben, aber Augen schließen. Schau mich noch mal an. Kinn ein bisschen heben dabei. Mund ein bisschen öffnen.
Sehr schön. Diese Pose würde ich jetzt gern behalten, für die Hunde rundherum zu positionieren, weil das ist sehr schön. Du kannst den Arm kurz runternehmen, aber ansonsten bleibst du mal so sitzen. Nimm den Arm ruhig runter, das können wir gleich nochmal machen. Aber jetzt eine Frage, wenn ich jetzt die Hunde, da hinten stehen sie ja, die stehen schon Spalier, die werden sofort weglaufen. Wie soll man es da machen? Wir können ja anfangen mit einem, der am besten hört erstmal. Und so wie du da gerade sitzt, du kannst den Hund irgendwie vor dich nehmen und ein bisschen mit ihm kuscheln oder so. So, du hast einen Baum gefunden, Tanja. Ja, ich habe einen Baum gefunden, der mir gut gefällt. Der Park ist auch gut, oder? Ja, man muss halt aufpassen, hinten dran sind halt Häuser, die möchte ich nicht unbedingt sehen. Man ist schon etwas eingeschränkt. Aber geht? Ja, es geht. Es geht immer. Mit Blende 1-2 ist wahrscheinlich der Hintergrund weg, oder? Ja, aber 1-2 ist halt auch schwierig, ne? Dann hast du dann manchmal... Scharfe Ebene, oder? Ja, hast du nicht mal mehr die Augenbrauen scharf oder so. Je nachdem, wie weit du weggehst. Hat das Objektiv jemals die Maximalblende gesehen? Die Maximal nicht, aber die Minimal. So, jetzt hast du natürlich Schuhe an. Ich mache es ein bisschen mehr geschnitten. Versuch deinen Kopf ein bisschen noch zur Seite und mal die Augen schließen. Oder so nach unten schauen war auch schön. Hier ist halt schwierig, weil das Gesicht nicht so viel Licht hat. Ich kann es mal ein bisschen aufhellen. Soll ich? Ich glaube nicht, dass hinter so etwas geht, aber okay. Da geht noch mehr, warte. Aber entweder bist du beim Kleid zu hell oder beim Licht zu dunkel und auf dein Gesicht. Das ist jetzt 4,8 habe ich. Ich weiß nicht, was du hast. Blende? Nee, Kelvin. Also kühl, ja. Noch zu genug natürlich ist nicht da. Guckst du mich mal an? Okay. Soll ich dir mal den eins zeigen? Wow. Schau mal so ein bisschen nach da. Das ist ein Stück rüber, sonst habe ich genau. Kinn ein ganz klein bisschen heben. Ja, sehr schön. Okay. Zeig mal, eins. Moment. Mal kurz gucken. Ja, werden Sie gleich mal sehen, eingeblendet. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir das jetzt mit den Hunden. Große Herausforderung, da stehen sie. Die haben kein Unterfell, deswegen haben sie alle schon Winterkleidung an. Dass sie nicht warten müssen. Das ist die Zora. Guten Tag, Zora. Zora! Hallo! Das ist die Bella, die Graue. Und das ist unser neuer Zuwachs, die Luna in Schwarz. Moment. Erstmal Licht einstellen. Bella! 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 Bella. Ja, die Vögel machen hier gerade den Kopf durcheinander. Bella! 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 Komm her! Was du auch machen kannst, was schön ist, dass du die Hand zart auf seinen Kopf legst. Genau, weil es ja auch eine sehr stolze Rasse. Mhm. Versuch den Kopf ein bisschen. Du musst dich nur langsam bewegen. So langsam mit dem Kopf ein bisschen zu ihm legen. Ja, genau. Auch mal die Augen schließen und ihm so am Kopf streicheln. Du musst aber das Gesicht ein ganz klein bisschen heben. Also wenn er jetzt gleich nochmal sitzt, legst du zart die Hand auf seinen Kopf, versuchst deinen Kopf zart draufzulegen. Wir rufen ihn dazwischen. Du musst halt dich ruhiger bewegen, weil der Hund sich relativ viel bewegt. Und dann, ich brauche immer das Gesicht ein bisschen hoch. Er wird ja gleich den Kopf heben. Und wenn er den Kopf hebt, nutzt du die Situation, wenn er gerade so macht. Zum Beispiel. Genau. Augen schließen dabei. Bella! Bella! Jetzt guck mich nochmal an. Versuche ihn ganz zart mit deiner Hand ein bisschen zu dir zu lenken.
einfach mal ruf mal in die andere Richtung gucken, das ist nicht schlimm. Bella. Schließt du noch dabei? Mal deine Augen? Bella, 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 guck mal hier, Bella, Bella, ja fein, fein. Versuche ihn noch mal mit dem Hals ein bisschen zu dir zu bringen. So ist der Hund. Ist natürlich auch ein sehr kleines Köpfchen. Da fällt es immer schwer, einen größeren Bildschirm zu machen. Du musst dein Kind ein bisschen heben. Schließ deine Augen mal, entspann dich. Bella! Bella hat die Ohren angelegt. Oh, nicht voller Make-up. Ja, der Küsse jetzt auch von mir. Gar nicht so einfach, oder? Ja, ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Geduld. Ein bisschen mehr Zeit, die sollte man halt natürlich mitbringen bei solchen Shootings. Weil die meisten Leute denken, mit einem Foto ist getan. Ah, ich will ja nur mal ein Foto mit meinem Hund zusammen. Ja. Können wir machen, dauert aber trotzdem, man muss dann schon ein ganzes Shooting nehmen. Okay, nochmal den Hund ein bisschen hochheben, so dass er ein bisschen mehr in deine Richtung geht. Genau, ja genau, heb ihn ruhig ein Stückchen höher und dann sei zärtlich mit ihm. Auch mal, wie gesagt, einfach auf den Hund konzentrieren. Du siehst voll den Lippenstift auf deinem Kopf, aber das ist egal. Das kann ich wegmachen. Mach deine Augen jetzt mal zu. Mund ein bisschen entspannen. Das Problem ist halt auch wirklich immer, das Herrschen ist sehr konzentriert auf den Hund. Und wir müssen konzentriert auf den Hund sein und das Herrschen muss sich einfach entspannen. Und wenn der Hund dann zu uns schaut, dann können wir dieses Bild bekommen. Ne? Das ist die einzige Schwierigkeit, würde ich sagen. So, du nochmal in Pose. Ein bisschen versuch ihn langsam zu dir zu lenken und wir rufen ihn dann gleich. Und du nochmal deine Augen schließen. Du die Augen schließt jetzt. Bella! 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 Ich könnte mal die anderen Hunde holen, dann wird sie wahrscheinlich dauernd zu mir gucken. Das ist aber auch schön von der Seite, wenn er wegschaut. Also ich finde das. Ist okay für dich? Profil. Warte mal, jetzt haben wir deine Kamera. Ich liebe deine. Jetzt haben wir Schärfe. So, jetzt mach nochmal an. Ne, ich kann nichts sehen, leider. Weiß nicht schlimm, wir blenden es einfach ein gleich. So. Ja, jetzt herrlich. Krass. Schön. So, jetzt würde ich den Hund gerne mal alleine fotografieren, wenn wir ihn jetzt gerade schon mal hier haben. Was ich dafür brauche, ist, dass er einfach sitzt. Hast du Leckerlis dabei? Ja, vergessen. Hast du vergessen. In welchem Wohnmobil? Okay. Nee, im das sind Studio. Hunde, ne? Im Studio? Ja. Wir probieren es einfach. Wenn es nicht geht, gehen wir gleich noch mal raus. Okay. Würde ich vorschlagen. Bleib mal ganz kurz so, ganz kurz. Und jetzt nur mal die Schultern so nach vorne. Kinn bisschen heben. Ja, entspannen. Bleib so. Ja, bleib so. Bella? Bella? Natürlich auch meine Stimme heute weg. Ein bisschen dein Bella. Gesicht heben. Bella? Bella, guck mal hier. Guck mal. Ja, sehr gut. Jetzt bitte mit dem Kinn ein bisschen nach oben. Noch mehr mit dem Kinn nach oben. Moment, ich muss noch mal neu einstellen. Die Sonne kommt und geht heute. Und vielleicht mal so ein bisschen zart und mal Augen schließen dabei. Noch mal anschauen. Der eine Hund schläft schon ein. Kinn noch mal ein bisschen heben. Du machst alles in RAW, nehme ich an. Momentan in voller JPEG-Auflösung. Okay. Aber generell mache ich in RAW, ja. Kommt auf die Menge der Bilder an. Aber die sind so hoch auflösend, dass ich sie auch so sehr gut bearbeiten kann. Schließ mal deine Augen nochmal und geh ein bisschen mit dem Kinn auf den einen Hund. Ja. Oder schau mal hier zwischen uns beiden vorbei. Du hast hier eine Biene. Der hat sich hier verfangen. Danke, liebe Biene.
Eine Biene war da. Hat sich verfangen. So, dann kannst du nämlich zu jedem Bild, was du später veröffentlichen wirst, ein kleines Make-off-Video dazu machen. Du kannst nicht bleiben. Ich habe jetzt mal so den Ganzkörper, das heißt, ich muss ein bisschen strecken. Nein. Du musst mich nicht direkt anschauen. Schau irgendwie ein bisschen zur Seite. Siehst du, wie viel mehr? Ja, genau. Es wäre natürlich schön, wenn sich die Hunde jetzt mal bequem hinlegen. Versuch mal. Wo soll ich mich denn da hinlegen? Vielleicht so in deinen Arm rein, dass er so über den Arm liegt. Ich glaube, das machen die auch gleich von alleine, wenn sie mal gechillt sitzen. Deswegen, da braucht man halt immer ein bisschen Geduld für die Tiere. Momentan sieht man nur einen Hund. Wir brauchen beide nebeneinander. Wenn der Schwarze sich mal hinlegen würde. Hinlegen, der Schwarze. Aber der leg's mal hin. Sieht da hinten einen Hund und der ist gerade nicht interessiert, sich hinzulegen. So, ich greife da mal kurz ein. Bis gleich. Ja, genau. Du musst mal ganz kurz einen Meter weggehen. Sonst kriege ich die Füße nicht mehr drauf. Sehr schön. Schau mal zwischen uns vorbei. Ja. Sehr schön. Jetzt schau mich mal an. Ich komm ein bisschen näher. Ich auch. Gesicht bisschen. Ja, genau. So. Dankeschön. Jetzt sind wir gerade so schön. Kannst du vielleicht so wie es geht, versuch mal. So ganz natürlich. Du kannst dein Knie ein bisschen heben, dann gehen die Hunde auch mit hoch. So ganz natürlich. Das. Die sitzen ja da drauf. Ja, die sitzen mit dem Po, aber dann gehen sie nach unten. Okay, alles klar. Weißt du, wie ich meine? Also. Und so rausgelassen, super. Hörst du auf? Guck in die Richtung. So, wenn es geht, wenn das wäre halt schön, weil die so kleine Gesichter haben. Ja. Mhm. Augen schließen, Kinn ein bisschen heben. Schließ deine Augen. Sehr schön, danke. Was hast du vor? Sag mal, warte. Ja, ist wieder ein bisschen dunkel, warte. Ich liebe deine Kamera. Da finde ich nie eine Schärfe. Da. Ja, großes Kino, oder? Ja, es ist natürlich nicht einfach. Wir wollen wahrscheinlich immer etwas mehr als das, was die Hunde wollen. Aber wenn man Geduld hat, bekommt man seine Ergebnisse. Na gut, du hast ja eine recht große Auswahl. Das heißt, da ist wahrscheinlich was dabei. Mit Sicherheit. Mehrere. Sag mal. Jetzt habe ich die Schärfe. Ja, du hast genau die Sonne. Wenn du die Kamera ein bisschen nach unten machst, so ist super. Toll. Ah, wir sehen es ja dann auf den Bildern. Wir blenden die ein. Da haben wir auch ganz gut. Jetzt sind die beiden alleine. Einer will schon schlafen gehen. Schau mal kratzen. Ja, sehr schön.
Zora. So wie ich haben wollte. Ups. Ja, schau mich an. So jetzt. Ja, ja. Zora, Zora. Jo. Zora. Zora. Gesicht ein bisschen so. Okay, jetzt versuch mal die Hunde, dass wir sie hier locken können mit dem Blick, dein Kind geben. Ja, schau mal her. Mach eine Hand mal auf den Kopf eines Hundes. Das Making of. Ja, rotes Kleid wird angezogen. Ich muss ich gleich wieder hinsetzen. Warte. Ist wahrscheinlich die berühmteste Einfahrt in ganz Trier, oder? Kann schon sein. Ich versuche immer, dass mich nicht viele Leute sehen, dass ich in Ruhe arbeiten kann, aber die Nachbarhäuser, die kennen mich auf jeden Fall schon. Hier ist halt der schöne Wind, der die Tücher auch zum Fliegen bringt. So, kleiner Moment. Jetzt ist uns die Haltestelle von der 5, Weißmarkt Fein. Jetzt wird es hier verpackt. Kannst du? Und ist gemütlich? Ja, sehr gemütlich. Am 4. Oktober. Erstmal dein Gesicht. So, und wenn wir ganz fertig sind, dann will einer in die Einfahrt reinfahren. Was passiert? Dreh dich ein bisschen zu mir. Mach mal den einen Arm so unten drunter und den anderen. So, aber locker. Vielleicht jetzt mal die Ringe aus, weil die haben wir jetzt auf jedem Bild drauf. Rausdrehen zu mir. Kinn auf jeden Fall immer ein bisschen heben. Den Finger so leicht strecken, ganz, ganz locker. Ja, lass mal so. Und hier ein bisschen Tür drauf machen, dass dein Bogen nicht so sieht. Thank you.
Genau, Kinn ein bisschen heben. Ja, sehr schön. Es ist klein ein bisschen drin. Moment, ich muss ein bisschen machen. Sehr schön. Jetzt dein Gesicht ein bisschen nach da drin und so nach unten schauen. Ja, ja. Trotzdem ein bisschen heben. Guck mal auf meinen Finger. So ein bisschen in die Richtung. Ja, genau. Dein Kinn ein klein bisschen heben. Ja, sehr schön. Bleib so. Hier nochmal ein Stückchen heben. Jetzt komme ich wieder von oben. Schau mich an. Ein bisschen locker. Jawohl. Bleib mal so. Jetzt wird natürlich Schwierigkeitsgrad erhöht durch den Wind. Bleib so, genau so bleiben. Am besten jetzt nicht bewegen. Intensiver Blick in die Kamera. Jawohl. Jawohl. Etwas kippen nach unten. Genau. Ja, das ist gut. Warte, Schärfe. Interessant. Irgendwie mag meine Kamera dich nicht. Jetzt ist schwer, weil das reflektiert. Jetzt geht's. Ganz schier, oder? Was man da rausholt aus einer Einfahrt. Ja. Also wenn ihr irgendwo eine Einfahrt in Richtung Süden habt, ja. Ein rotes Kleid, eine gute Kamera, ein Make-up-Artist. Wenn ihr jemanden habt, der andauernd am Rumzuppeln ist, dass alles perfekt ist, spezielle Klammern verwendet, um es festzumachen auf der rechten Seite. Genau, und jemand, der meine Kunden nicht zum Lachen bringt. Entspannen. Jetzt nicht lachen, wir sind nicht zum Spaß hier. Entspannen, genau. Nochmal entspannen. Kurz Augen schließen, entspannen, Mund locker, bisschen öffnen. Genau. Und intensiver Blick in die Kamera. Okay, bleib mal kurz so. So, jetzt kriegst du was am Kopf. Du machst unglaublich viel mit Kopfschmuck, gell? Es kommt drauf an. Also es gibt Zeiten, da mache ich mehr, dann weniger. Aber ja, ich habe sehr, sehr viele Kopfschmuck. Ich glaube, ich habe 60 oder 70 im Studio. Es gibt aber nicht viele, die es machen, oder? Oh doch, sehr viele. Ja. Mach die Hände ein bisschen so locker und so ein bisschen versetzt nochmal. Genau, ganz locker und bleib so. Ja. Bisschen so zu mir drin. Zu hoch sitzt, sieht es nicht so schön aus. Ich versuche den mal ganz kurz eben zu drehen. Das ist Fairy Tale pur. Das ist Fairy Tale. Im Wald sieht das natürlich noch schöner aus. Weil? Hast du das Gefühl, warte, wenn ich den so hinten dran mache, hält der dann ein bisschen besser? Ja, hält er definitiv besser. Es rutscht besser. Ja, das ist gut. Du kannst es mit der Hand
kannst du ruhig mal ein bisschen so nach da. Einfach so festhalten und ein bisschen so die Hand auch ruhig so locker lassen. Jawohl. Gesicht minimal zu hoch. Ein bisschen heben. Ja, bleib mal so. Jetzt, warte. Es ist kalt, ha? Natürlich, es ist Oktober. Ja, Thema Bildschnitt. Ich habe eben noch gesagt, ja, das Objektiv ist ja auch ein super Objektiv, hast du gesagt. Ja, ich bin ja auch eine gute Fotografin. Thema Bildschnitt. Ja, also man kann natürlich auch viele Fehler machen im Bildschnitt. Ne? Man muss halt schon gucken, dass man den richtigen Blickwinkel nimmt und auch das Foto an der richtigen Stelle schneidet. Wenn man sieht, dass oben irgendwie etwas absteht, kann man auch gerne mal an der Stirn abschneiden oder die Kamera drehen. Das machen viele Fotografen nicht. Die lassen die Kamera gerade. Man muss schon ein bisschen spielen mit dem Bildschnitt. Bildschnitt heißt was für Laien? Bildschnitt heißt, dass ich das Bild so schneide, dass zum Beispiel ihre Augen speziell rauskommen, weil ich engerer Bildschnitt mache. Oder ich gehe weiter weg, dass ich mehr vom Bild drauf habe. Ne? Und das konzentriert sich dann oft auf den Blick von ihr. Und ja, wenn ich am Arm was abschneiden will, dann drehe ich die Kamera ein bisschen und nehme das halt aus dem Bild raus. Sag mal, wenn ich jetzt ein klein wenig älter bin, ich muss mich dann nicht unbedingt auf den Fußboden setzen? Keiner muss sich unbedingt auf den Fußboden setzen bei mir, nein. Die meisten schaffen es. Die meisten schaffen es, genau. Aber ich kann auch Bilder drin machen und es gibt ja auch noch andere Lichtsituationen. Aber wenn man wirklich so ein komplettes Ganzkörper-Fairytale will, dann wäre es schon gut, man sitzt sich im Wald und man ist da ein bisschen frei. Ja, wir sind in Trier, oder? Ja. Mit dem Saarland, sorry. Sehr schön. Danke, Tanja. Bitte. Tanja, hat man nicht geplant, aber du wirst jetzt noch eine kleine Show-Einlage machen. Es gibt nämlich einen Airbrush. Richtig, wir machen jetzt einen Airbrush und ja, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Sie muss die Haare zurückmachen. Ja, sie muss sich auch erstmal umziehen. Okay. Sie kriegt jetzt ein Malkleid von mir an, damit ich nicht irre. Was, ein Malkleid? Ja, dass ich nicht irre. Wie im Kindergarten. So ungefähr. Okay. Sehr schön. Ja, bis gleich. Zieht euch mal um. So, vor dem Airbrush machen wir eine kleine Doku, noch ein Doku-Shoot. Wie sah sie denn vorher aus? Sie hat die Haare zurückgekämmt, beziehungsweise und hat dadurch natürlich einen Look im Moment, der unglaublich modern ist. Kennt man so ein bisschen aus den Videos aus den 80ern, oder? Ja, keine Ahnung. Achso, da warst du noch nicht geboren. Genau, da war ich noch nicht geboren. Doch, da war ich schon geboren. Sieht aber toll aus, oder? Ja, sieht sehr schön aus. Ist auch eine wunderschöne Frau. Dankeschön. So, ich mache jetzt mal ein kleines Beauty-Porträt. Könntest du die Schulter so ein bisschen nach vorne anheben? Genau, ja, perfekt. Das Gesicht ein bisschen so zu mir, so bleiben. Gesicht entspannen. Entspannung ganz wichtig, sonst falten, oder? Ja.
Oder der Gesichtsausdruck sieht angespannt aus. Ja. Dafür ist die Entspannung natürlich gut. Nimm mal bitte deine Hand auch gerne mit dem Ring so ein bisschen an die Seite. Nein, warte. Ein ganz klein bisschen locker, einfach so ein bisschen. Und immer Platz lassen zwischen Hand und, genau, sehr schön. Die Schulter noch mal ein bisschen nach vorne. Sehr schön. Mund ein bisschen locker. Kannst du mich sehen? Gerade so. Ja, ein bisschen mehr mit dem. Geht so besser? Mhm. Schulter noch mal ein bisschen mehr. Ja, die Hand noch mal kurz weg und so bleiben. Auch hier spielt der Bildschirm natürlich eine Rolle. Krasses, ohne Retusche machst du das. Das ist ja, der Hammer. Erstmal. Ja gut, aber es ist jetzt schon gut. Ja, das ist auch mein Anspruch, dass die Bilder schon vorher verwendbar sind und nicht erst nach Retusche. Sag mal gerade, ganz kurz. Einmal ganz und? Kurz. Mal erstmal Schärfe. Da, jetzt hat die Kamera die Schärfe. Krass. Voll hübsch. Und das Coole ist, sie sieht nicht aus wie 12 jetzt. Das heißt, sie... Nein, man sollte schon noch erkennen, wer die Person ist. Authentisch. Ja. Aber bei Airbrush darf es gleich ein bisschen verwandelt aussehen. So, wir sind durch? Richtig. Prima. Los geht's. Airbrush. Und aufgeregt? Schon mal geairbrushed worden? Nein, noch nie. Ich wurde angeschossen. Blau und damit fängst du. Ah, nee, das ist das Türkis. Das ist ja. Das ist jetzt eine Mischung zwischen Retro. Mein richtiges Türkis finde ich nicht, das ich gerne hätte jetzt. Habe ich gestern benutzt. Ich weiß nicht, wo es ist. Bisschen heller. Jetzt muss ich wieder etwas dunkler gehen. Das geht wieder ab eigentlich? Ja, das ist alles wasserlöslich und diese Farben kann man ganz einfach mit Wasser abwaschen. Der gute alte Timbertech, den du hast. Den was? Da steht drauf Timbertech auf deinem Kompressor. Ach so, ja. Ich habe mehrere. Ich achte darauf ehrlich gesagt nicht, woher die sind. Ich brauche alle paar Monate eine neue Maschine. Ehrlich? Ja, einmal im Jahr auf jeden Fall. Ich behandle meine Sachen nicht so pfleglich. Ich müsste nur ein ganz klein bisschen. Warte mal, ich gehe mal gerade auf die Seite, da kann der Oskar sich wirklich hinsetzen. Weiter weg auch sprühen kann. So, du fängst an, womit? Ich mache jetzt erst eine Base, eine Grundfarbe, bevor ich Muster drauf mache. Du darfst jetzt nicht viel zucken und nicht viel Mimik, sonst setze ich die Farbe ab. Wieso färbst du denn meiner Mutter die Haare blau? Weil wir jetzt einen ausgefallenen Kreativlook machen. Ja, bleibt das denn aber so für immer? Nein, sie kann sich nachher duschen, wenn sie möchte. Wäre aber cool, wenn sie das jetzt zulässt. Das ist der gute Zwei-Komponenten-Lack. Die kann natürlich auch über Nacht bleiben und dann ihre Bettwäsche wechseln. Man könnte es ja auch mit Photoshop machen, aber das ist nicht dasselbe. Nein, also das möchte ich auch nicht. Wir machen das schon. Mann! Das Ohr ist grün. Moment, sieht es ein bisschen aus wie Teletubby. Keine Mimik? Ja, bitte. So einen Augenblick. Ich muss mal gerade ein bisschen den Druck erhöhen. Man hat es gesehen. Mhm. Ist frisch. Kalte Luft. Dein Kinn glänzt ein bisschen. Ein bisschen dran. Eben noch Wohnmobile gefilmt, jetzt Beauty-Shooting. Kreativ-Shooting. Kreativ-Shooting, okay. Mama, du musst mir einen. Und noch mal ein bisschen heben, dass ich da unten ans Ständer komme. Schon, oder? Alien so ein bisschen.
Ja. Oh, vor allem, das ist wirklich wie ein Alien, dass die Ohren erstmal so blau sind. Und wenn man das jetzt ausradiert hätte, da wo die jetzt damit sprüht, dann denkt man so, das wird ein Alien, was sich gerade mit der Hautfarbe ändert. Ja, die Ohren muss man sich natürlich danach immer kritisch waschen. Weil bei uns ist Freitagswaschtag. Dann musst du noch ein paar Tage warten. Den Kopf mal ganz kurz ein bisschen zurücklegen. Auch hier hast du natürlich genau das Bild schon in deinem geistigen Auge. Oder hast du vorhin eine Zeichnung? Nee. Nein, ich nehme gar keine Zeichnung. Ich mache das aus dem Bauch heraus. Aber ich mache mir vorher natürlich schon ungefähr meine Vorstellung. Kannst du mich mal kurz ansehen? Ja, und das Blau habe ich gewählt, weil es sehr schön zu ihren Augen passt. Und sie ist auch ein Typ mit den hellen Haaren und den blauen Augen, dass man wirklich fast alle Farben verwenden kann. Ne? Was man bei anderen Typen mit brauner Haut und etwas dunkleren Augen ein bisschen schwerer hat. Da nimmt man dann eher warme Farben, rot oder so. Ne? Aber bei ihr passt eigentlich alles. Damit kann man sich aber auch gut die Haare färben. Ja, für Fasching oder so kannst du das bestimmt. Hast du schon mal gemacht, Fasching? Ja, klar. Ja, klar. Also wir machen auch an Halloween diese ganzen Narben-Make-ups. Das ist kein Mensch mehr. Das machen so, die, wir auch. Die echten Narben-Make-ups. Ja, ja, wir machen da richtig ausgefallene Sachen. Also da hatte ich schon beim Fotografieren Schwierigkeiten teilweise keine Angst zu bekommen. Die sind so echt, dass die Leute vom THW einen gleich, so ja vom DHK gleich einliefern wollen. Genau. Und teilweise auch sehr gruselig und eklig mit den ganzen Blutnarben. Kannst du den Kopf kurz ein bisschen hochheben, dass ich da unten dran komme? Einen Augenblick, ich muss ein Stück rücken. So, schau mich noch mal an. Nochmal. So, das reicht jetzt erstmal für den Rahmen. So. Sie sieht aus wie eine Badekappe so ein bisschen. Warte mal gerade, ich zeig's mal. Ganz krass. Nicht zum Lachen bringen. Oskar, bitte. Kannst du die Ringe ausziehen? Wenn schon, denn schon. Du hast aber noch nie die Farben verwechselt, so. Wie meinst du verwechselt? So ein 3K-Komponentenlack statt. Ach so, nein. Zum Glück habe ich sowas nicht hier im Haus. Da wird die Maschine auch sofort streiken, glaube ich. Also wir benutzen hier wirklich auch nur Farben, die hautverträglich sind, weil da gehe ich kein Risiko ein. Auch bei unseren Make-ups schaue ich wirklich, dass die schon so getestet sind, dass man sagt, okay, da reagieren auch Allergiker nicht so drauf. Da haben wir selber auch immer bei Make-ups getestet, weil es gibt auch wirklich Marken, die Leute öfter allergisch drauf reagieren. Und da testen wir vorher auf jeden Fall bei genug Leuten und nehmen uns auch die Tests aus dem Internet. So. Jetzt muss ich gerade mal, ich muss kurz was holen. Jetzt muss ich die Pistole reinigen, weil ich die Farbe wechsle. Das neue Alien auf der Stadt. So, wir halten Abstand. Natürlich, wenn wir hier keine redaktionellen Drehs machen, mit Abstand immer Maske bei euch im Moment? Ja, natürlich. Wir müssen uns ja auch an alle Regeln halten. Wie andere auch. Fängt aber jetzt an, so ein bisschen aufzuweichen bei den Salons, den Friseursalons und so. Also hier musst du unbedingt Maske tragen. Du darfst nicht, die nehmen auch die Maske nicht beim Haare schneiden oder sonst was ab.
Also bei uns sind sie noch sehr streng. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist. Aber selbst meine 8-jährige Tochter muss beim Friseur Maske tragen. So, jetzt nehme ich Rot. Und jetzt fange ich an mit Schablonen. Dafür muss ich gucken, dass alles trocken ist. Und ich brauche jetzt ein bisschen Overhead. Dass ich nicht hier einen falschen Strich mache. Das ist versaut. Den Kopf ein bisschen heben. Das ist ja krass. Ich habe jetzt eine einfache Schablone gewählt, weil ich doch mehr noch in die Beauty-Richtung gehen möchte, dass es nicht zu viel bunt wird jetzt. Nämlich nur diese beiden Farben. Das sprühe ich gleich nochmal fest. Leg den Kopf mal vorsichtig zur Seite. Wie hat das angefangen mit dem Airbrush? Oh, wir haben da angefangen vor 12 Jahren. Da haben wir eigentlich angefangen, mit Farben ins Gesicht zu malen. Dann haben wir gesagt, komm, wir holen mal eine Pistole, weil da kannst du die Muster natürlich ein bisschen sauberer auftragen. Mhm. Und ja, mit meiner Make-up-Artistin zusammen haben wir da sehr viele kreative Looks geschaffen. Und ja, immer Lust auf was Neues. Probieren wir das aus. Kannst du den Kopf noch mal so zur Seite legen? Ich noch mal rüber. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen nach vorne. Kannst du den Kopf ein bisschen heben? Geht's mit dem Sprühen? Fühlst du dich wohl? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Noch mal so ein bisschen zur Seite legen. So, ich muss noch mal von vorne gucken. Kannst du mich mal ansehen? Okay, dann noch hier an die Seite ein ganz klein bisschen. Auch noch mal den Kopf ein bisschen so. Ja, danke. So, mich noch mal ansehen. Jetzt weiß ich, wie die bei Star Wars diese Leute machen. So oder so ähnlich. Das heißt, ultra viel Vorbereitung, Masken anziehen. Du kannst ja nachvollziehen, wenn so ein Film gemacht wird, was für ein Aufwand das ist, oder? Ja, natürlich. Wir haben auch schon, wie gesagt, diese Halloween-Make-ups, die wir machen, die sind schon manchmal stundenlange Arbeit. Und dann hast du 10 Minuten zum Fotografieren. Mehr brauchst du nicht. Mehr Vorbereitung. Wahnsinn. Wie das Endergebnis. Aber es lohnt sich. Ja, wenn einem das gefällt, lohnt es sich natürlich. Also ich bin halt ein sehr kreativer Mensch. Ich mag auch Farben unheimlich gerne. Und ich sag mal, du kaufst dir sonst irgendwelche Bilder, die hängst du dir zu Hause an die Wand von irgendwelchen Künstlern. So kannst du so ein Bild von dir an die Wand hängen mit schönen Farben und man erkennt dich nicht direkt. Ne? Ganz krass. Du bist richtig gut. Darf ich das mal sagen? Dankeschön. Das freut mich. Dein Alter, liebe Tanja? Mein was? Dein Geburtsjahr, vielleicht fangen wir damit an. Das habe ich vergessen. Hast du vergessen? Ja. Ich glaube, 76 bin ich. 76, gekommen. Lass mal überlegen. Minus 8, dann bist du jetzt... Gerade mal 30. 30, genau. Genau. Mathe 6, aber sehr gut. Das ist auch eine Schablone quasi. Ja, das ist einfach... Das kaufe ich im Bastelladen, solche Sachen. Hier, beim Leihendecker. Ja, zum Beispiel. Da gucke ich so nach Tischdeko und die verwende ich dann dafür. Drehst du dich gerade zu mir? Wie gesagt, ich will heute nicht zu viel Muster und zu viel unterschiedliche Sachen im Airbrush reinbringen. Dreh dich nochmal zu mir. Im Prinzip ist das auch so ein bisschen Imitation der Natur. Es gibt ja viele Tiere, die solche Muster haben. Ja, genau. Im Laufe der Zeit, oder? Ja, richtig. Aber so klassisches Leo-Muster oder so mache ich jetzt nicht so gerne. Lieber kreativ. Das ist ein bisschen... Ich habe früher Ölbilder gemalt und das Ganze so ein bisschen im Abstrakten. Ich würde dich nur bitten, dass wir vielleicht... Das wird ja das letzte Shooting für heute, oder? Ich habe heute noch ein Shooting. Nee, ich meine bei ihr. Für euch? Ja, ist das genau, gut. Weil ich hätte schon gerne, dass wenn sie gleich rausgeht, dass sie... sich vielleicht vorher nicht abwäscht. Ich würde mal gerne die Reaktion filmen auf der Straße. Wir müssen ins McDonald's gehen. Die Leute gehen immer nach dem Shooting ins McDonald's und dann entstehen immer Bilder auf Facebook, wo die Angestellten dann mit meinen Models gerne... Sollen wir das machen?
Da unten. Der Doktor freut sich garantiert über einen Burger. Da unten ist. Oder der Kebabladen. Aber der ist schon gewöhnt. Da geht jeder hin was essen, wenn er zu lange bei uns sitzt. Am Messerpark in Trier, oder? Nein, hier gegenüber. Nana, bist du heute ein Vampir? So, ich muss mir das kurz. Ja, die ist heute ein Vampir. So, drück mal ein ganz kleines Stück zurück. Ich möchte jetzt noch die Hände machen. Dass du die mir ein bisschen streckst. Du kannst die dann so langsam mit mir drehen. Ich werde die jetzt ungefähr bis hierhin rot machen. Das ist egal. Erst in die eine, dann in die andere. Genau, einfach mit mir drehen. Ich muss besonders hier die Kanten, wenn du nachher die Hände so machst beim Shooting, die müssen auf jeden Fall ordentlich sein. Ich glaube, es gibt von Langnese gibt's so ein Eis, was so ähnlich aussieht. Ich überlege, wie das heißt. Ich weiß, was ein Bum Bum. Ja, genau, richtig. Ich habe Kinder, deswegen weiß ich das. Wie ist der Name nochmal? Bum Bum. Bum Bum heißt ja, es. Ja, genau. Ihr könnt ja mal googeln, Bum Bum Eis. Bum Bum Bäcker. Lieben Kinder sehr, in dem Stiel unten ist ein Kaugummi drin. Was? Ein Kaugummi. Bei ihr? Bum Bum Eis ist der Stiel blau. Ach so, ist der Stiel blau. Genau, und da befindet sich ein Kaugummi drin. Haben wir schon gegessen in den Als Kind, Abendern. Genau. Ja, die waren aber unglaublich hart, die Kaugummis, weil die gefroren waren. Genau, richtig. So, dreh die Hand mal nochmal. Kannst du die bitte nicht anfassen, nur einmal die Hand so halten, dass ich sehen kann, ob das, ja, das ist gut so. Also diese Fältchen, wo man die sollen sein. Durchsieht, ja genau, das mag ich sehr gerne. Soll ja alles auch ein bisschen artistisch sein. So, dann muss ich ja mal rechnen, wenn das hier jetzt so 500 Euro kostet und du hast so 400 Kunden im Monat. Naja, so viele Kunden habe ich nicht. Nee. Aber früher haben wir schon viele gemacht, gell? Sehr viele Kunden gehabt, ja. Momentan bin ich ein bisschen ruhiger als normal. Das fing an mit deiner Tochter, der vierten, gell? Oder? Ja, die ersten zwei Jahre ging es noch, weil sie da noch kleiner war, aber jetzt braucht sie mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit. Family, glaube ich, geht auch ein bisschen vor dann, richtig. Oder? Richtig. Genau. Also wenn ihr einen Termin bekommt bei ihr, bei der Tanja, da könnt ihr euch glücklich schätzen. Dann passt die Große darauf auf. So, zeig mal noch mal gerade. Ich brauche noch mal, dass du es hier spreizt, dass ich hier irgendwie... Und das Tattoo, wo drauf steht Oskar, das ist nicht ihr Ex-Freund, sondern... Mein Sohnemann. Ja, da. So, dreh noch mal langsam, dass ich was sehen kann. Zur goldenen Hochzeit kriege ich genau, den rechten so, Arm, oder? Muss jetzt trocknen und dann mache ich noch einen Metallic-Look draus. Metallic Look. Ja, ich mache jetzt keine Muster hier, weil wir hier schon genug Muster haben. Und wenn sie gleich mit den Händen shootet, weniger ist mehr. Ich meine, okay. Es ist schon für mich, es ist wenig. Die Leute denken schon wahrscheinlich, dass es schon sehr bunt ist. Was ist das für ein Spray? Das ist egal. Kraftglanz, ja, egal. Für sowas brauche ich nichts. Berühmtes. Genau. Die Haare halten ein bisschen, weil die sieht man dann hinterm Hintergrund. Man könnte auch das Haarspray jetzt verwenden, um diesen Look sozusagen einmal zu fixieren, dass es nicht ganz so schnell abgeht. Was aber jetzt die passiert Farbe ist? Hält schon gut, ja, so ungefähr. Aber du siehst, dann kommt auch ein Glanz drauf. Mache ich im Gesicht deswegen nicht. Gut, wir brauchen jetzt 10 Minuten zum Trocknen, bevor ich weitermachen kann. Alles klar, bis gleich. Das ist der Regiesessel in Trier beim Shooting. Es ist mittlerweile schon kurz nach 5:30 abends. Draußen ist schon dunkel. Sieht aus wie ein kleiner Schlumpf. Und jetzt kriegt er noch rote Lippen. Aber das Ergebnis wird ja fotografiert, wird wahrscheinlich phänomenal. Und hier ist sie mal wieder, unsere Liebe.
Rebecca. Rebecca, grüß dich, Rebecca. Du bist noch mal kurz zu uns gekommen, denn du machst rote Lippen und die Maßgabe deiner Auftraggeberin war richtig fett. Ja, richtig knallig, dass es auch gut passt, weil die Farbe ist auch ziemlich heavy und deswegen auch ziemlich knallig. Zeig mal die Farbe, was hast du? Red. Genau. Ich weiß aber noch nicht, welche Farbe ich nehme. Ich habe ein paar verschiedene Rottöne. So, jetzt muss der Alte erstmal runter, nehme ich an, oder bleibt er drauf? Ja, der muss erstmal runtergenommen werden. Grob auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz gucken. Mhm. Erstmal Hände desinfizieren. Inglot, ist das gut, die Marke? Ja, ich mag Inglot sehr gerne. Doch, Inglot Kryolan. So, was ist jetzt drauf für die Hände? Was hast du geholt? Ach so, ganz normales. Desinfektion? Ja, Sterilium. Okay. Wichtig, oder? Das heißt, du willst ja nichts übertragen auf die Leute. Sehr wichtig. Das wäre außerhalb von Corona ja auch so, oder? Das heißt, ja, auf jeden Fall. Also es hat nichts mit Corona zu tun. Hygiene und Sauberkeit ist schon sehr wichtig. Gerade was Pinsel angeht und der Rest. Unser Sohn ist immer noch ziemlich spannend und gebannt. Ja. Nach 4 Stunden. Dem Gesichtsausdruck zu urteilen, auf jeden Fall. Ist schon so ein Shooting ist schon hardcore, oder? Das heißt, du bist stundenlang, man ist danach ziemlich K.O., nehme ich an, ne? Ja, so langsam geht. Die Müdigkeit siegt langsam bei mir auch. Absolut. Also wenn jemand sagt, Modeling wäre ja keine Arbeit, das ist nicht so, Rebecca, oder? Nein, auf keinen Fall. Man muss ja da konzentriert sein. Die Leute drumherum, die können ja auch mal kurz ausschnaufen, Model nicht. Ich glaube nämlich mal so eben Model sein, so 1-2 Tage, das ist bestimmt ganz locker, aber so das ganze Jahr über, dann haben die ja voll Stress, die sind nie zu Hause. Genau das. Du kennst Models? Ja, auf jeden Fall. Mein Bruder ist auch mit einem Model zusammen. Oh je, der Arme. Die sind aber so ganz normale Leute, die Models? Ja, auf jeden Fall. Also sind ja auch ganz normale, natürliche Personen. Was du alles hast. Ja. So, das kenne ich. Diese Dreiecke habe ich bei meinem Sohn im Spielzeug. Das sind dieselben? Ich glaube nicht. Die hier sind soft. So, jetzt ein Trick hier. Das ist jetzt die Säuberung oder was machst du? Ja, das ist nochmal Foundation. Ich gehe nochmal kurz ein bisschen drüber zur Auffrischung. Das auf deiner Hand, auf deinem Handrücken. Ja. Das ist ganz leichte Foundation. Ne? So, das Finish, rote Lippen. Die Frage war glossy oder matt, Rebecca? Und die Anweisung war glossy. Mach es richtig, was hat sie gesagt? Richtig intensiv rot. Was nimmst du? Ich nehme jetzt ein intensives Rot und ein Gloss und dann mische ich den und dann trage ich den auf. Welchen nimmst du denn? Ich weiß, ich habe jetzt von NARS, ich habe ein bisschen was gemischt. Kannst du mir gleich mal zeigen. Da vorne ist NARS, nie gehört. Aber die Profis aus dem Internet kennen das wahrscheinlich. Vielleicht werde ich mal so Modeblogger demnächst. Das wird teuer. Das wird teuer, gell? Ja. Schminke ist sehr teuer. Ist wirklich teuer. Also gute Schminke ist unbezahlbar. Ja. Hat nichts zu tun mit diesen kleinen Tresen, dem beleuchteten Tresen im DM-Markt, oder? Nee. Also ich habe zwar auch viel davon, aber auch viel Hochwertiges. Das hier ist Profi, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber es heißt auch nicht immer, dass alles Teure gut ist. Wenn ich so einen richtig tollen Lippenstift haben möchte, der bezahlbar ist, was ist denn so deine erste Wahl, wo du sagen würdest, der ist richtig klasse, so ein... Meine erste Frage wäre erstmal matt oder gloss? Gloss. Boah. Gloss ist ein bisschen was anderes, weil das muss ja nicht, oder das kann ja gar nicht so lange halten. Ja. Bei Matt ist es eher schwieriger, was für eine Marke, weil da gibt es auch... Okay, Matt.
Matt finde ich sehr gut. Lime Crime. Das ist was bitte? Lime Crime. Das ist von Amerika. Das ist eine amerikanische Marke. Aber ich finde Inglot auch sehr gut. Inglot, wo du auch die Koffer hast. Genau, da habe ich auch meine Koffer her. Man hat so das Gefühl, wenn man so die ganzen Koffern alles sieht, das ist eine richtige Industrie, oder? Diese Schminkeindustrie. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe von der billigsten Variante Essence, sage ich mal, bis Yves Saint Laurent, Chanel. Alles. Alles durch. Die Lippen sind immer ein bisschen schwieriger. Mund nochmal schließen. Dass du siehst, so ein Lippenstift, da kann man schon mal 10 Minuten dran sein. Ja, gerade bei der roten Farbe. Das ist noch was anderes wie vorhin. Das muss perfekt sein. Das war mein Licht. Krass. Ist schön für dich? Ja. Ich denke, so kann man sie schicken. Der Rest nach Photoshop. Du hast erwähnt, man kann bei dir nur so ein Tages-Make-up kriegen morgens. Das heißt, die Kunden rufen dich an und sagen, hey Rebecca, mach mir mal ein Tages-Make-up. Oder wie läuft das? Oder kommen die jeden Morgen? Ich habe bis jetzt eine Stammkundin, die kommt 2 oder 3 Mal die Woche. Aber ansonsten ist es halt eher so für was Außergewöhnliches, für Geburtstage etc. Okay, verstanden. Du hast Unmengen an Pinseln. Wo ist denn darauf Wert zu legen? Das sind wahrscheinlich die besten der besten. Ja, also es gibt Echthaarpinsel, es gibt Synthetikhaarpinsel. Gibt ganz viele verschiedene Pinselarten. Ja, von Katzenzunge bis Detailbrush, alles Mögliche. Ein Jahr war die Ausbildung, allein zur Make-up-Artist, Vollzeit. Ja, also der Ausdruck ist Professional Make-up-Artist und Hairstylist. Ich liebe das. Du hast es vollkommen verdient, so zu heißen. Doktor Rebecca, Nachname nochmal? Zirbis. Nee, du bist ja kein Doktor. Nee, leider noch nicht. Jetzt kommt das ja noch. So, jetzt, was machst du? Ich mache jetzt ein bisschen Glanz auf die Finger, dass das so ein Metallic-Look wird. Boah, was ist das denn? Ist das aus der Automobilbranche oder was? Nein, das ist aus dem DM-Markt. Echt? Ja. Name? Highlighter. Zeig mal hier, wie das Ding aussieht. Das ist ganz billiges. Das ist wirklich eine ganz billige Marke, weil ich brauche keinen teuren Highlighter für die Hände. Aber es funktioniert? Ja. Und was denkst du darüber? Highlighter kann man eigentlich nichts falsch machen, also ob teuer oder günstig. Es gibt auch 1, 2 teure, die nicht so gut sind. Welche? Ja. Ich finde zum Beispiel von Becker, der wird total gehypt, aber ich mag den nicht, weil er ist einfach auch nicht so glänzt. Weil Highlighter ist ja dafür da, dass er glänzt, aber der glänzt leider nicht so viel. Aber manche glänzen einfach viel zu viel und ich finde dieser für ins Gesicht nicht gut. Da sind die Partikel auch zu grob, ist meine Meinung, aber wir haben öfter auch unterschiedliche Meinungen, was Produkte angeht. Gott sei Dank. Aber jetzt für die Hände ist er gut. Finde ich super, weil er soll viel glänzen. Er soll extrem glänzen, damit die Hände so einen Metallic-Look haben. Rebecca, wenn man bei YouTube die Kanäle sieht, wo die Mädels immer irgendwas vorstellen aus der Kosmetikbranche, kann man das nachvollziehen, dass das Hunderttausende sind, die das machen und da gibt es laufend was zu erzählen? Da kommt laufend was Neues raus oder gibt es so Klassiker? Das ist ganz unterschiedlich. Kommt drauf an, was für eine Art und Weise. Die Art und Weise, wie man schminkt, ist eigentlich immer dieselbe, aber es gibt halt zum Beispiel wieder Beauty Blender, der ist ja auch erst seit 3 oder 4 Jahren jetzt draußen, würde ich schätzen. Beauty Blender, was macht der? Beauty Blender. Das ist so ein Sponge, so ein Schwämmchen. Und der ist gut. Ja, ich habe also das hier, diese Dreiecke. Ach so, die da, die wir eben gezeigt hast. Genau, das ist die von meinem Sohn. Beauty Blender nur in klein, aber ich benutze sie halt nur einmal. Und deswegen wäre ein Beauty Blender, der kostet 20 Euro, wäre es halt schon ein bisschen teurer. Einer, das Stück da? Nein, das hier nicht. Das ist die billige Version und die kleinere Version. Der Beauty Blender an sich kostet aber 20 Euro. Das Original, aber der tut es genauso? Ja, definitiv. Und der ist es woher? Wo kommt der her?
Die billige? Ich glaube, ich habe die. Ich bestelle die immer im Internet bei Amazon in Riesenpaketen. Ah, toll. Die armen Beautyblender, die gehen jetzt pleite, weil du die bestellst, da im Internet. Nee, ist so. Also die Tipps, gibt auch viele, die das im Original dann bestellen. Aber es gibt auch viele Vorreiter, wo dann am Jahr dann was günstiger rauskommt, oder? Auf jeden Fall. Die Chinesen sind da gut drin. Ja. Nachmachen. Ja, genau, nachmachen. So, wir sind fertig. Ich würde jetzt das Ganze mit Ringlicht fotografieren. Mhm. Und dafür gehen wir jetzt gerade nochmal im Raum weiter. Da ist eine Fliege oben drauf, die liebt dich jetzt schon. Das ist eine Fliege. Da, die schwirrt die ganze Zeit um sie rum. So, ich zeige dich mal gerade von hinten. Wir haben vorher übrigens ein Shooting gemacht ohne Airbrush. Und jetzt machen wir es mal genau mit und da können wir mal einen Unterschied sehen. Okay, ab geht's. Bin ich mal gespannt. Ich brauche dich gleich noch, Rebecca, für die Abmoderation. Okay. Wer so toll ist, der kriegt auch von mir eine Abmod, eine eigene. So, das Ringlicht wird angeworfen. So, du kannst dich mal ganz kurz. Ich bin jetzt kurz vor Total sechs jetzt. Sitzen, aber die Beine ein bisschen auseinander, damit ich mehr ans Ringlicht komme. So, man sieht jetzt schon, wie sich die Farben ändern. Deswegen mache ich das gerne mit Ringlicht. Natürlich mache ich es auch draußen gerne, aber dann muss das Licht wirklich an dem Tag heller sein. Das ist so krass, was das Licht macht, oder? Ja. Die Farben kommen halt. Desto mehr Farben du hast mit Ringlicht und desto schöner wird das auch. Okay, Walte deines Amtes. Das heißt, du gehst natürlich hin und machst die Kamera auf M, oder? Auf manuell? Natürlich. Anderes gibt es nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn das Licht ein bisschen näher drankommt, heißt es nachregulieren? Oder ist ISO-Auto bei dir? Ja, bei Ringlicht relativ einfach. Ich habe meinen ISO-Wert immer auf 100 stehen, außer ich benötige wirklich mehr Licht. Hm. Das ist nur in dunklen Räumen so. Und von daher ist das immer auf 100. Aber die Blende und die Belichtungszeit, die... Manuell? Ja. Sehr schön. Gut. Objektiv, was nehmen wir wieder? Das gleiche, das 100er? Das 100er Makro-Objektiv, genau, damit ich nah genug rankomme, weil ich habe halt wirklich wenig Platz hier. Das ist der kleine Ring, in dem ich Platz habe und dann brauchst du schon ein richtiges Objektiv, dass du die Perspektive einfangen kannst. Gut, ich erkläre dir jetzt die Posen. Wir fangen jetzt an mit einer ersten Pose. Und zwar, du den Rücken machst du wirklich ganz gerade. Du nimmst die Hände, beide so, ein bisschen höher. Und ein bisschen spreizen, versuch sie ungefähr gleichmäßig, ein bisschen mehr zusammen, genau. Dein Kinn musst du ein bisschen strecken, nach vorne, wie so eine Schildkröte. Und jetzt schließt du die Augen mal. Ich korrigiere kurz deine Hand ein bisschen, dass das relativ gleichmäßig ist. Ganz klein bisschen noch zusammen. So, den Finger noch ein bisschen hoch, ich versuche das relativ symmetrisch. So. Das sieht ja schon gut aus mit meinen 35 mm. Blende 3,5. So, erstmal Licht einstellen. Boah. Schau mich mal an. Ich kann ja sagen, es sieht so krass aus, was sie fotografiert. Ich habe natürlich jetzt von dir so einen kleinen Lichtpunkt im Auge, der normalerweise... Den mache ich aus. Warte, ich mache den aus. Jetzt ist er aus. Sorry. Besser. Ja, Kinn ein bisschen heben und Millimeter, nicht so viel, noch mehr nach vorne strecken. Ja, Millimeter heben, stopp. Kopf Millimeter kippen. Ja, bleib mal so. Einmal Augen schließen nochmal. Hier muss ich natürlich mich sehr konzentrieren, damit ich hier einen Bildschnitt habe, dass es nicht schief aussieht. Warte, ich zeig's mal. Unglaublich. Du bist die Künstlerin ohne Photoshop. Das heißt, im Prinzip hast du fotografieren gelernt in Zeiten... Nee, du bist noch gar nicht so alt, oder? Willst du wieder aufs Alter zurückkommen? Nee, ich sag nur, es gab ja früher keine Riesenrechner mit Photoshop. Nein, ich mache das seit 13 Jahren und ich habe mir alles selbst beigebracht und ich habe 18 Stunden am Tag nichts anderes gemacht wie als Fotos. Fotografiert? Ja, genau, weil es mir einfach Spaß macht. Ich liebe es. Ich mache mein Licht wieder an. Okay. So. Jetzt nimmst du mal eine Hand hier. Du musst jetzt aufpassen, dass du dich nicht im Gesicht anfasst, weil die Farben trotzdem abfärben. Lass mal die Hände, wie du sie gerade hattest. Ja, das ist so gerade so ein bisschen locker. Und nimm sie mal so vor dich. Zusammen, unten.
noch mehr zusammen. Ein bisschen lockerer, die Finger oben. Ja, genau. Kinn ein bisschen nach vorne legen. Genau. Kopf Millimeter kippen. Also eigentlich müsste ich mit der Wasserwaage dran. So. Licht aus. Deinen Kopf Millimeter in die Richtung, ja, und Millimeter heben. Sehr schön, jetzt machen wir die nächste Pose. Machen wir eine Hand hier. So locker, ein bisschen öffnen, aber ja, so ein bisschen zu, genau, die andere Hand. Hier dran. Wiederum muss dein Gesicht ein bisschen mehr raus und die Hände ein bisschen mehr zurück. Warte, darf ich das mal locker? Das Kinn etwas senken. Noch ein bisschen senken. Die Hand ein bisschen. Ja, genau, sehr schön. Bleib in dieser Pose, aber komm ein bisschen so ins Ringlicht rein. Ja, komme ich ein bisschen besser dran. Das Kinn noch ein ganz klein bisschen runter und noch ein bisschen so zu mir kommen. Ja, bleib so. Die Posen fühlen sich immer komisch an, aber es sieht gut aus. Einmal auch deine Augen schließen. Nochmal mich anschauen. Ja, sehr schön. Da kann man gerne nochmal schauen. Jetzt kurz mal die Schärfe, da ist er. Unglaublich. Mensch. So, jetzt machen wir noch eine etwas andere Pose. Das ist ein bisschen schwieriger. Du nimmst den Arm so von oben. Warte, ich zeig's dir einfach. Ganz einfach hoch, guck nach da. Ja. So, und die Hand sollte nicht so einen großen Knick haben, also gerade so. Je höher du kriegst, den Knick ein bisschen weg, dann hat die Hand hier eine schöne Form. Einfach locker lassen. Wichtig ist immer, die Hände locker zu lassen. So, dann warte. Kinn noch mal ein bisschen nach vorne und noch ein bisschen zum Licht kommen. Ein bisschen senken, weil ich immer sehr nah vor dir stehe. Genau. Ich muss mir es kurz von vorne anschauen. Okay. Ja, ein bisschen drehen. So. Die andere Hand kannst du von unten, machst du wie eine Pistole und legst du dir ganz zart und vorsichtig, du hast nur eine Chance, ein bisschen gedreht, dass die Kante zu sehen ist, legst du dir ganz zart auf die Lippe. Das war's schon. So bleibst du einen Augenblick, intensiven Blick in die Kamera. Ja, ich will Licht noch mal ein bisschen näher nehmen. Sehr schön. Aber wenn du mal schräg hältst, oder geht das? Nee, dass das Bild bildfüllend ist auf dem Bildschirm, geht nicht mehr, geht, oder? Nee, geht nicht. Geht nur beim ersten Mal. Also das geht in meiner anderen Kamera. Ist nicht schlimm, aber es ist schon jetzt vorstellbar, wie es aussieht. Das heißt... Du kannst dich entspannen, sonst zieht dir gleich die Arme durch. Durch? Nee, noch nicht, oder? Nein. Jetzt nimm mal die Hände so und jetzt wieder vorsichtig. Sobald es im Gesicht ist, musst du die Finger nur ganz zart auflegen und die Arme nicht so weit ausstrecken, sondern mehr so. Genau, und die Hand ein bisschen mehr raus. Gesicht frontal, ja, bleibt mit Gesicht hier so frontal, ganz zart auflegen und so bleiben. Die andere Hand noch mal ein bisschen mehr raus und den Arm versuchst du ein bisschen so. Oder mach es hier, versuch es nach hier. Der Arm muss ein bisschen mehr schräg sein. Genau. So, probieren wir mal so. Den Finger zart auflegen. So. Unglaublich. Jetzt machst du mal
die Hände vielleicht so ganz zart zusammen. So locker. So ein bisschen. Nicht so. Genau, ja. Und die zwei Zeigefinger nach vorne. Und dann sofort den Mund halten. Ja, genau. Ein Finger ein bisschen höher wie der andere. Und in die Mitte vom Mund. Und komm nochmal mit dem Gesicht und alle ein bisschen nach vorne. Genau. Intensiver Blick. Genau. Einmal nochmal die Augen schließen und dafür ein bisschen nach vorne kommen und den Kopf minimal neigen. Ja. Und aus der Perspektive mich ansehen. Moment, ich muss ein bisschen zurück, sonst wird der Ring zu groß. Killer, oder? Ja, ich mag diesen Blick. Du musst ein Stück rüber. Komme ich nicht dran, entschuldigen. Blue Steel. So, ich mag diesen intensiven Blick. Ja, ich bin beeindruckt. Mach mal eine Hand hier unten so. Genau. Komm noch mal ein bisschen nach vorne. Ja, Moment, ich muss richtig noch mal ein bisschen justieren. Ich muss halt immer sehr exakt vor dich kommen. Komm noch ein bisschen zu mir. Ein bisschen senken. Ja, genau. Und mit dem Senken kommt auch immer der intensivere Blick automatisch. Warte. Genau in die Kamera schauen. Und noch einmal Augen schließen. Sehr schön. So, jetzt setzt du dich einmal nochmal so die Beine nach da. Das Gesicht drehst du komplett zu mir und die hintere Schulter versuchst du so stark wie möglich nach vorne zu drücken. Nicht so angespannt, versuchst du ein bisschen lockerer zu drücken. Gesicht ein bisschen so. Sehr schön. Jetzt brauche ich diese Hand auch hier unten, einfach so zart. Ein bisschen weiter unten. Genau. Und die Schulter nochmal. Noch einmal die Hand vielleicht so vor den Mund. Am besten auf das untere, nein, seitlich war gut, auf das untere der Lippe und ein bisschen geknickt, dass es nicht aussieht, als würdest du. Komm ruhig mit Kopf vor, ich passe auf. Ganz zart drauflegen. Schulter. Ja. Man muss halt um unheimlich viele Sachen achten, was man nicht so denkt, dass es auch authentisch und gechillt aussieht. Entspannen, ja. Einmal Augen schließen. Die Hand und alles lässt du so. Jetzt versuchst du diese Hand, die bleibt, die bleibt. Und die Hand versuchst du so ein bisschen übers Auge zu machen, dass du ein Auge verdeckst. Die Hand geschlossen. Oder mach sie so, dass nur so ein Finger, warte, ich helfe dir. Ist immer schwer, weil manchmal sehe ich die Sachen so und dann sehen sie anders besser aus. Warte, die Hand locker. Trial and Error. Die Hand ein bisschen näher. Ja. Komm ein bisschen nach vorne, entspann dich ein bisschen, ja. Ja, sehr gut. Wunderschöner Blick. Mit dem Farbspiel richtig Hammer. Moment. Ist echt gut. So, ich versuche jetzt noch ein letztes. Bitte vorsichtig, die Hände so übereinander. Aber die Lippe über Unterlippe, dass man die Lippen noch sieht, genau. Und das Ganze auch mit der Schulter ein bisschen und so nach vorne kommen, genau. Ganz zart an die Lippe dranlegen, ja. Sehr schön. Sie macht das gut? Sehr gut. Komm noch ein bisschen so rein. Ja, warte. So. Bleib so. Ja, sehr gut, danke schön. Kann man auch noch mal sehen. Also hier sieht man, dass man auch
sehr schöne Modellbilder machen kann. Also die Leute sagen immer, muss ich hier Model sein oder sonst was? Nein, das muss keiner sein. Du musst das nicht gelernt haben. Wir sind durch? Ja. Komm, wir machen schnell die Abmord. Ich kann die Kamera nicht mehr halten. Okay. Ich filme seit... Wir waren hier um 11, oder? Ja. Jetzt sind sieben Stunden her. 11:30 Uhr, sagen wir mal, um 12. Also 6 Stunden intensive Arbeit plus einen Döner haben wir noch verdrückt. Du und Dürum. Ein Viertel. Ein Viertel, Dürum. Nee, du Rüm. Dürum. Egal, ihr wisst, was es ist. Genau. Die Zigarre. So, liebe Rebecca. Du warst so lieb, hast dich um meinen Hund gekümmert, um die Hunde gekümmert und meinen Sohn in den letzten 20 Minuten. Komm, wir gehen mal vor die Tür, machen Abmord, dass wir das schnell mal hinkriegen. Es kommt nämlich schon gleich das nächste Shooting. So, jetzt brauchen wir mal keine Maske ausnahmsweise, weil wir Abstand halten, lang und groß. Wir warten jetzt mal gerade auf die Tanja. Kannst du die rufen? Und die Marlene brauchen wir. Tanja und Marlene, bitte. Die macht was? Wäscht sich die Hände. Wäscht die Hände? Okay. Schade, weil ich hätte sie gerne noch kurz hier gehabt im Vollbild. Ja, so ein Tag, so ein Sonntag, das war jetzt nicht geplant, dass so lange ist, oder? Nee, so lange nicht. So lange auf keinen Fall. Boah. Und jetzt noch ein Shooting. Ach ja, ich mache noch 2, wenn es sein muss. Ich bin müde. Also wenn ich hier so 7 Stunden rummache, dann... Plus halt morgen habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Dann fahre ich jetzt gleich mal nach Hause und bin dann müde. Aber das ist so dein täglicher Job? Ja, genau. Da muss man schon hart sein, oder? Ja, es muss einem Spaß machen. Dann vergisst du die Zeit. So, brauchen die Marlene, die kommt gleich nochmal? Ja, oder? Die wascht sich die Hände ab. Die wäscht die Hände ab und dann kommt sie. Genau. Super. Ja, wir haben heute einiges gelernt. A, wie kann ich mit der Kamera umgehen und B, dass das ganze Teamarbeit ist. Das heißt, du kannst ja nicht alles machen. Ohne die Rebecca hätten wir heute alt ausgesehen, ne? Genau. Du hättest das irgendwie hinbekommen, aber... Ich mach's nicht gerne. Mach's nicht gerne? Nein. Denn es sollte jeder das machen, was er gerne macht. Genau. Du solltest lieben, was du tust. Das ist auch sehr wichtig in dem Job. So, jetzt darfst du uns mal sagen, man darf dich auch separat buchen. Genau. Sag mal, wie ich dich nochmal krieg. Über Google, Instagram, Facebook. Ich habe eigentlich so, ja, das sind die Plattformen, die ich habe. Und was ist einzugeben? Bitte? Was soll man eingeben, damit man dich findet? Makeart.rz gibt es auf Instagram, auf Facebook. Und ja, ich glaube, auf Google würde man das auch so finden. Auf jeden Fall. Da ist unser Model. So, wenn du mal kurz hier auf die... Er hat sie nochmal geholt. So, die Hände, die sind halt schon mal abgewaschen, ja, sag mal. Zum Teil. Zum Teil. Ich bin noch nicht fertig geworden. So, wir haben schon mehrfach gesagt, sie hat es gut gemacht, oder? Ja, hat sie super gemacht. Dankeschön. Und das muss natürlich mitspielen, das Model. Sie hat alles das gemacht, was du wolltest, oder? Ja, sie hat sehr schön mitgemacht. Und das ist, glaube ich, und du, was hast du gedacht? Dass es doch sehr anstrengend ist, ja. Also nicht mal gerade eben so mal da hinstellen für, keine Ahnung, wie sagt man denn, ja. Eine halbe Stunde mal so ein bisschen dünn. Ja, ein paar Minuten und dann sind die Fotos fertig. Nee, man muss schon ein bisschen Zeit mit einplanen, wenn man wirklich tolle Fotos haben möchte. Du warst heute Morgen ziemlich aufgeregt. Ja, das war ich. Und jetzt? Nö, das hat sie sehr gut gemacht, die Tanja und die Rebecca. Die haben mir wirklich die Angst genommen und mit dem Make-up hat es eigentlich schon angefangen. Also ins Gespräch gekommen ein bisschen und sie hat mich Englisch... War das wie weggeblasen? Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass das jetzt bald losgeht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du jeden Schritt auch erklärst den Leuten, dass sie genau wissen, was kommt jetzt, so ein bisschen wie beim Arzt, oder? Ja, schon. Doch. Dass sie genau wissen, so, wir machen jetzt mal die Haare, die rasieren wir jetzt mal ab. Genau, einfach vorbereiten. Es ist auch bei dir so, was ich toll finde, also ich habe so eine eigene Technik, um den Leuten beizubringen, was sie denn bewegen sollen. Weil das ist gar nicht so einfach. Ich mache das dann so mit den Fingern, mache dann so und so und so. Aber du hast eine eigene Technik da, oder? Ja, richtig. Das ist aber die Erfahrung in all den Jahren, wie die Hand halt nicht verkrampft aussieht, wie der Mund nicht verkrampft aussieht. Weil bei inszenierter Fotografie darf man es inszenieren. Bei der natürlichen Fotografie sollte man die Leute einfach lachen und natürlich lassen. Aber bei der inszenierten Fotografie, wie dieses Airbrush zum Beispiel, da versuche ich schon, nichts dem Zufall zu überlassen und dass auch die Hände alles entspannt aussieht. So, ich sag nur Bum Bum, Eis. Nee, Spaß beiseite. Wir sind bei Inkada Design, Fotografie. Dein Name ist nochmal? Tanja Elkabit.
Tanja Elkabit, ja, und euch allen. Ich gehe mal kurz einen Schritt zurück und dem Oscar. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen und vielleicht beim nächsten Mal zum Thema, wie fotografiere ich denn zum Beispiel einen Mann? Tschüss. Von mir aus. Ciao.